Yeah, man, the world needs better laws. Maybe then we'll be better off. I'm hoping that it comes, but it never does. I just wanna be the man my dad never was. Hear my music, it's all soul. Just got new grills and they all gold. So I got that beef with the po-po. They don't like my style, no, no, no. I don't really give a damn, I keep steering. Switch gears and the fans just keep cheering. No interceptions, no interference. I'm on an A-team, no Ed Sheeran. I'm headed for the stage, now they clearing. All the bad women in the building, man. There's bad women in the building. Let's get it started tonight. This one's on me, let's go downtown tonight. One shot, two shots, I don't really know if I'm counting right. We drink it down, so we can live it up. Why? Let's get up! 80s, let's go! Was geht? Junge, geil. Ah, meine Freunde, es geht wieder los. Die verrückte Scheiße. Ah, meine lieben Freunde, wir fangen an mit der wichtigsten Frage am Tag. Wie geht's euch? Euch geht's gut, das freut mich, meine Freunde. Mir geht's auch gut. Gut, geht raus. Danke der Nachfrage. Lieb von euch. Ah, schön. So, ich muss hier kurz noch mal ein bisschen sortieren. Ich habe aber nicht gefragt, wie es dir geht. Mir egal. Ist mir völlig egal. Ich sag's trotzdem. Sag ich dir so, wie es ist. Du kannst mich nicht aufhalten. Das gehört, Junge. Wie geht's dir, mein Lieber? Alles klar bei dir, oder was? Dann machen wir das da hin. Den Chat können wir eigentlich mal rausnehmen, oder? Der Song ist mega entspannt. Sichi. Ey, sehr schön, dass es dir gut geht. Bock mich, mein Lieber. Und der Song ist übel geil, oder? Die Lieder sind schon so krank alt, aber übel gut. Zum Glück auch alles No Copyright Sounds. Yeah! So, ich habe übrigens auch eine Baba-Idee gefunden, mit einem Kumpel zusammen, wie ich, was ist das da? Das ist der Bildschirm. Wie ich jetzt heute reden kann und mich muten kann. Ich benutze einfach das Headset-Mikro im Teamspeak, weil ich hier einen Knopf habe. Actually smart, oder? Digga, dass ich da nicht früher drauf gekommen bin. Richtig gute Idee. Pfeifert, oder? Ich sag's dir. So, wir müssen jetzt mal kurz... ich stell mal eben das Ding hier um. Okay. Achso, da müssen wir natürlich gucken, ob ich gleich im Spiel das umstellen kann. Das wollte ich eigentlich noch vorher gemacht haben. Aber scheiße. Ach, ja. Nicht pünktlich genug. Naja. Jetzt ist schlimm. So, dann mach ich den mal groß. Und hoffe einfach, dass der funktioniert. Das sieht gut aus. Machen wir dann ein bisschen größer. Jetzt schieben wir ein Stück hier rüber. Mal gucken, ob man das jetzt sieht. Wenn ich jetzt hier drauf gehe, ja, sieht man. Naja, nicht so schlimm. Stört ja nicht.
dirt from the ground, be the center of attention, look at the people around me, black on the inside, my outside rips. Was ist jetzt passiert? Oh, scheiße. Oh, ich hab alles zerstört. Na, verdammt, Mann. So. Boah, ich muss einfach 3 Chats muss ich jetzt auf einen Desktop bekommen. Plus meine ganzen Szenen. Boah, das ist ja richtig wild. Und den Teamspeak muss ich auch noch dahin kriegen. Oh Mann, Alter. Warte mal, wir können Twitch eigentlich klein ziehen. Ach, scheiße. Oh, da fliegt es auch gut. These bad bitches, accolades, got Will's son, no castaway. I'm twice as good, get half the praise. Throw a sniper up and I blast away. You ain't getting through me. Nah, to me, how I've been here 10 hours. My chick's sour, rising and falling together, though, like in Twin Towers. Nothing's taken, I'm frustrated. If I could only get just to blaze it, ain't no doubt that I'd muster greatness. No chip off of that old block. All eyes on me, but I'm no pock. Fully loaded up, roll shots at base and I get like cold cocks. I'm number one. Big Mac and my flow tracks on my wrist lacking. I've been having, they been slacking, they been down and I've been bout in my mojo. Back rap store member, gotta be one core winner. Got the game on my ring finger, I'm VA and that's all the way to the killer shit. That's all the call, I don't do this for y'all. No, I just do this for me. I flip it on the shelf. Hey, ja, Mann, Alter. Woo. Jetzt habe ich hier richtig viele Chats offen. So, das ziehe ich auch nochmal runter. Hey, Junge, wie das aussieht. Alter, Drago, was geht, Mann? So. Jetzt hätte ich fast alles geschlossen. Perfekt. Jetzt wird's wild. Okay, jetzt nur noch Teamspeak. So. Der ist ja natürlich mega groß. Aber den können wir auch minimieren. Warte mal, den gehen wir schon mal. Chillest Base Service. Alter Drago mit den Drums! Mit 10 Bits, Kuss, Kuss, Kuss bei dir! Du Räudiger! Oh Mann, Alter, hör auf mit der Scheiße! Junge, danke Mann, danke! So. Ich würde sagen, wir können das hier alles schließen und reingehen in die Olga. Ich drück mal verbinden. Ich brauche irgendwie dummerweise einen. Vielleicht, weil ich nicht angemeldet bin. Das wird sein. Alter, was hast du da gemacht mit dem Ding? Hast du deine Brille draufgezogen? Junge, wie sieht das denn aus? Digga, das ist ja Schosch. Lol, wie das aussieht. Warte mal, wie kann ich denn da... Dick in die Brille dabei. Crack Honey to the Moon. Ist halt echt so. So. Social Club wird initialisiert. Das ist sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Hier! Okay. Ich würde sagen, gucken wir gleich mal.
Ich gehe gerade in-game, Leute. Und bin auch gleich schon da. Versuch mal eben hier rauszukommen. Ey, okay. Scheiße, ich brauche irgendwie. Ein Channel Passwort? Wo brauche ich das denn, Mann? Mach ja völlig jetzt links an, K. Wo meinst du? Ach, meinst du unten bei meinem Hardware oder was? Bei meinem Equipment? Jojo. Ja, jemand hört mich nicht mehr. Alles funktioniert! Okay, das funktioniert. Okay, ich muss eben alles ausmachen. Warte. Perfekt, das sieht richtig gut aus. Ja, das haben wir geschafft. Den Game hört man mich schon, das ist sehr gut. Dann können wir jetzt hier schnell alles ausmachen. Okay, Freunde. Und dann gehen wir rein, Alter. Junge, okay, es kann losgehen. Yo, ich bin richtig bereit. Alter, okay. So, das kann man alles lesen. Das kann ich auch alles lesen. Das sieht gut aus. Mein Chat ist auch da. Jawohl, schön. Okay, und jetzt muss ich nur noch die Szene wechseln. So. Und wir sind drin. Ja! Okay. Die Frage ist nur, finden wir heute Bobby? Weil Bobby hat mir noch nicht geantwortet heute. Ich glaube. 120 Views auf Video, keck. Ja, Mann. Alter, 100, wir haben wirklich 120 Views auf unser letzten Stream, Junge. Das ist einfach ein neuer Rekord. Richtig wild. Ja, ich weiß auch nicht, Bobby, was mit Bobby ist. Bobby antwortet mir nicht. Ich habe Bobby geschrieben, dass ich da bin heute. Aber Bobby ist, glaube ich, sad. I don't know. Vielleicht ist er auch da. Er hat aber noch nicht reingeschrieben. Vielleicht ist er aber auch noch essen. Du könntest ihm ja auch von mir aus mal bei Discord schreiben, wenn er da ist. Keine Ahnung. Ah, er ist am Start. Er hat mir gerade geschrieben. Alter, Sky Guy TV. Was geht? Yo, schön, dass du da bist, Mann. Was geht? Oha. Du bist schon wieder 10 Bits. Kurz geht raus, mein Lieber. Yeah. Okay, Freunde. Ja, guck mal, wie fresh wir aussehen. Wir haben uns letzte Mal Big Baba Bubu Schosch eingekleidet. Alter, wir sehen so gut aus, Alter. Junge, ganz wild unterwegs sind wir. So. Bobby hat sich gerade bei mir gemeldet. Meine Jungs stehen zwar alle da hinten, aber ich glaube, da gehen wir jetzt mal lieber nicht hin. Nicht, dass die uns noch erwischen. Weil wir sind hier in der gefährlichen Hut, Männer. Ich bin's, Nick. Grüß dich, Nick. Junge. Moin, Moin. Habe heute meinen PC zurückgeschickt. Grafikkarte kaputt. Wahrscheinlich eine Fehlproduktion. Oh, Digga, was ist das denn? Oh, das schiebt ja mal wieder ganz anders.
Sieht aus wie du von den Haaren. Ja, ne? Guck mal, oben drauf, hinten. Hinten verliert er Haare, aber vorne. Vorne hat er ein bisschen mehr Haare als ich. Also muss man schon sagen. Aber es ist schon gut erwischt. Ist schon gut erwischt. Okay. Gut, meine Freunde. Ich würde sagen, wir machen mal unsere Bude auf. Das ging ungefähr so. Dann steigen wir hier mal ein. Wir pitzen hier mal ganz schnell weg, bevor die uns sehen, Mann. Okay, gut. Das sieht gut aus. So, und jetzt würde ich sagen, düsen wir mal irgendwie los, ne? Ich würde sagen, das geht ab. So. Da. Naja, in die Richtung fahren wir mal hier so. Da so hin. Ja, da. Gute Idee. Hallo? Ja, guten Tag, Grüße. Alter, Peter, du bist's. Ja, moin, mein Tag, ne? Danke. Ja, was geht? Ja, was geht ab, Alter? Alles klar bei dir, oder was? Ja, alles bestens und selbst? Ja, sicherlich, mein Lieber. Ja, was hast du vor jetzt? Ja, ich wollte mal ein bisschen in die Stadt düsen, weißt du, mal ein bisschen die Reklame anschauen. Ja, mach das. Ja, ich wünsche dir was, ne? Wir sehen uns später. Jojo, auf jeden Fall. Ja, ist gut. Mach's gut, mein Lieber. Ciao. Okay, Leute. Alter, da war unser Buddy, einer unserer Buddies von gestern. Alles klar, der hat mich direkt erkannt, Mann. Chillig. Aber wir ziehen erstmal in die Stadt und gucken uns die Reklame an. Ist ja ganz klar. Alter, stay hydrated. Drago, natürlich. Natürlich, mein Lieber. Danke. Ja, schon wieder einen trockenen Hals. Ich danke dir, mein Lieber. Wichtig und richtig. So, ich weiß gar nicht, wie schnell ich in der Stadt fahren darf, aber ich glaube, so 50 sind auf jeden Fall erlaubt. Und was war hier los? Ach so, Sky Guy TV, mein Lieber. Ich danke dir für dein Follow. Kuss geht raus. Oh Mann, Alter, das fängt ja schon gut an. Ich muss vorsichtig fahren. Okay. Ja, abbiegen. Ja, das sieht gut aus. Fahren wir hier mal geradeaus. Hier sind überall so ein paar schnelle Karren unterwegs. Da muss man echt vorsichtig sein, Freunde. Sag ich euch, wie es ist, ne? Aber, solange ich nicht geblitzt werde, ist alles gut. Ich weiß gar nicht, wie viel Geld ich auf dem Konto habe. $0. Sehr gut. Mann, wie bescheuert das Ding mit dem Ding aussieht. Aber ist egal. Ist egal, ob es bescheuert aussieht oder nicht. Hauptsache, wir können gescheit reden, Alter. Oder? Ui, Nico, stay hydrated. Aber sicherlich, auf dich mal lieber. So. Sind wir hier nicht gleich beim Stripclub oder was? Sehe ich mich eigentlich. Mal beim Stripclub vorbeigucken. Mama, was haben wir denn da überhaupt? Was ist das überhaupt? Weiß ich auch nicht. Fahren wir mal hin. Gucken wir mal, was das ist, oder Freunde? Würde ich sagen. Digga, hier können wir eine Schanze springen. Jo. Oh fuck, Mann. Jo, da steht auch einer ganz chillig an der Karre. Ich bin mir nicht sicher, was er will. Oh, es ist grün. Oh, ich habe Arbeitslosengeld bekommen. Ja. Was ist das hier für ein creepy Dude, Alter? Was denn? Ich kann es kaum erwarten, bis du genug Geld mit Streaming verdienst, um dir einen gescheiten Wasserbehälter zu kaufen. Gag. Da sehe ich mich auch drin. Digga, was ist das hier für einer? Der hat denselben Wagen wie ich und sieht aus wie ein Neuling, Leute. Ich würde sagen. Oh, fuck. F. U. Ja, ja. So ist eine gute Idee. Alter Junge, aber. Clean auf jeden Fall.
Ey, ohne Herz? Oh Mann. Ich dachte mit der. Jo, wo geht die Musik hier, Mann? Der Alte hört Musik. Warte mal, ich mach mein Mikro an. Yo, sheesh! Digga, was willst du hier, Junge? Yo, Mann, wer bist du denn, Alter? Geile Karre! Digga, selber geile Karre. Ja, das ist genau das gleiche Schrottteil wie ich sehe. Digga, das ist ein 4x4 Rebell-Auto, mein Lieber. Das ist brandneu. Oha, das sieht ein Fahrzeug, sieht aber nicht so brandneu aus. Ja, Digga, ist die Vintage-Edition. Vintage-Edition, weißt du? So ist das. Ja, ja. Aber du hast auch die Rims drauf, würde ich mal sagen, ne? Sieht gut aus, Alter. Nee, wo hast du das, ja, her, warte. Was hab ich her, wo? Wie heißt das Teil? Warte. Ich gucke mal bei dir. Hey, geh aber nicht zu nah dran, ne? Das Ding ist privat. Ja, wie heißt das Ding? Ah, Nummernschild, natürlich. Muss zulassen, Digga, Junge. Warum steht da Hops, Digga? Junge, weil ich hier alle Hops nehme auf dem Server. Auf der Landkarte. What the fuck? Wo hast du es her? Ja, ja. Musste versichern lassen, natürlich. Ist doch ganz normal. Soll ich dir das mal zeigen, wo man da hin muss? Ja, das hat mir der Kollege, der mir das Auto gekauft hat, nicht gesagt. Ey, was war denn das für ein Kollege, Junge? Der hat ja gar keine Ahnung. Warte mal, komm. Was steht denn bei dir da überhaupt? Der hat mir einfach hier Fahrzeugpapiere und Schlüssel in der Hand gedrückt und dann hat er gesagt, ich kann jetzt die Stadt erkunden. Aha. Und der hat dir nicht gesagt, dass du das Fahrzeug zulassen musst? Nö. Ja, mein Lieber. Aber Stadt erkunden ohne Dings ist ganz schwierige Sache. Wenn die Cops sich einmal anhalten, Junge, die ficken dich direkt trocken. Sag ich dir so, wie es ist. Ja, dann würde ich sagen, fick ich zurück. Oh ja. Kann ich besonders gut. Ja, ja, gute Idee. Finde ich entspannt. Ja, ja. Gut, mein Lieber. Ja, dann lass doch mal hinfahren, würde ich sagen, wenn du Bock drauf hast. Du hast ja auch noch ganz schöne frische Klamotten, ne? Du brauchst mal eine dicke Tasche, damit du auch mal richtig was einstecken kannst. So ein Proll wie du bin ich leider nicht, Mann. Ja, Proll, also ich bin einfach nur hip, mein Lieber. Ich bin ein fresh motherfucker mit clean Seiten auf null. Du hast ein bisschen wachsen lassen, ne? Solltest mal wieder zum Friseur gehen. Ja, ja, wachsen lassen. Ja, aber bei dir ist auch ein bisschen einiges anderes da auf Null. Da hinten dieser freie Spot, den ich da sehe. Ach du Scheiße. Hey. Da hat sich ja ganz übel erwischt. Pass auf, was du sagst, Mann. Oh shit. Oh, fuck, Mann. Das war uns verzeihen, Mann. Fuck. Hey, denk dir nichts Falsches, Mann. Verdammte Scheiße. Noch so ein Spruch, Kieferbruch, hast du das kapiert? Oha. Ja, ja. Bobby Palmer, Digga. Ich bin Footballspieler. Ich hab schon so einige Typen umgelegt. Bobby ist dein scheiß Name, Mann. Alter, clean. Ja, Mann. Wer bist du denn, du Hund? Ich bin der Peter. Peter? Ja, willst du Stress oder was? Soll ich dich mit dem Namen ernst nehmen, Junge, oder was? Kennst du meinen Nachnamen nicht? Peter Zorn, mein Lieber. Ach du Scheiße, Peter Zorn. Das gibt's doch gar nicht. Bist du der Bruder von Peter Lustig, oder was? Alter. Was hast du gesagt, hä? Bist du jetzt wenigstens Bruder von Peter Lustig, oder was? Witzvoll. Mein lieber Alter, pass auf, was du sagst, Junge, dann kriegst du noch eine Bombe. Oha. Ja? Da halte ich mich lieber von dir fern, Mann. Du bist ein gefährlicher Typ. Ja. Ich bin ein cleaner Motherfucker, sag ich dir so, wie es ist. Okay, komm, mein Lieber, ich zeig dir lieber die Stadt. Okay, machen wir. Ja, ja. Was sagst du? Warte mal. Du hast geflüstert, was sagst du nochmal? Wollen wir mit deinem Auto fahren oder mit beiden? Ja, ja, du musst doch deine Karre anmelden, ne? Ja, kann ja sein, dass du mitfahren willst. Ja, ja, komm, machen wir so. Warte, ich schließe mal eben meine Bude ab. Rostlaube muss ich immer überprüfen, weißt du? Weißt du, dass ja, mach mal. Ja, ja. Ja, ja, ist zu. Gut. Nippel sind sehr gut. Super. Komm. Nicht, dass da noch so ein Heini langkommt und dir auch noch deine neue Karre klaut. Ja, Mann, das Ding ist zu clean. Komm, mach mal auf die Bude. Scheiße, Mann, die klemmt genauso wie meine. Oh, diese Fernbedienung, mit der bin ich noch nicht so vertraut. Kleinen Moment. Ja, ja. Oh ja, sehr gut. Oh, das hat geklappt, glaube ich. Ja, ja, das sieht gut aus. Hübsch. Ja, ja, Funk ist nicht so ganz so gut, ne? Manchmal hängt's. Habe ich auch schon gemerkt. Liegt, glaube ich, an der Motorhaube. Ja. Vielleicht nicht so einfach, dass wir die richtigsten Rotzkarren hier aus der Stadt haben. Nee, meins ist Vintage, aber neu. Ach so.
Okay, du bleibst mal bei der Überzeugung, dass deine Karre geil ist. Ja, ja, klar, die ist geil. Oh, ich muss auch gleich tanken, sehe ich. Siehst du das? Oh, kannst ja, du mal, Mann. Kannst du da auf dem Tacho gucken? Ich bin ja. ein bisschen rumgefahren mit dem Ding. Oh, scheiße, Mann. Ja, Alter, warte mal kurz. Das Ding mal. Frisst auch ordentlich. Ich guck mal drin. Oh, oh, Junge, ja, ja. Alter, gib mal noch mal Gas. Gib mal Gas. Oh, ja, ja. Wie die Tachonadel spinnt, Alter. Oi, oi, oi. Das Ding frisst ja mehr als 10 Liter. Junge, da würde ich aber aufpassen, mein Lieber. Ja, kannst du das mal in die Navigation eingeben oder willst du mich hier per Wort führen? Nee, nee, komm, ich gebe das mal ins Navi. Gib mir eine Sekunde. Naja, ich würde sagen, wir gehen mal bei Frank tanken. Okay. Habe ich eingegeben. Siehst du es oder bist du farblich? Ja, ich sehe es. Ja. Okay. Danke für den Front. Tut mir leid, mein Lieber. Wusste ja nicht, dass es stimmt. War nur eine Frage. Ja, sag mal, mein Lieber, hier, was ist es auf deiner, hier auf deinem Stadtplan? Sind da eigentlich Postleitzahlen zu erkennen? Postleitzahlen? Was für Postleitzahlen? Oh. Ja, ja, warte, ich guck mal kurz. Sind da Postleitzahlen auf deiner Klappkarte hier eingetragen? Ich muss mal gerade meine Klappkarte ein bisschen weiter ausklappen. Ich guck mal eben. Nee, nee, da sind keine Postleitzahlen. Nee, nee, nix bei. Irgendwie komisch, Mann. Meine hat auch keine. Ja, ja. Ich sehe dann, wie man die irgendwie bekommen kann. Da hat mich schon so ein Kollege gefragt nach Postleitzahl, aber ich konnte sie ihm leider nicht sagen. Nee, nee, weißt du, ich habe meine selber gezeichnet. Ah, okay. Ja, ja. Habe ich ein bisschen rumgeklappt und dann habe ich so ein paar Striche reingezogen und bin überall lang gelaufen. Ja, ja, ich kenne mich hier schon sehr gut aus, weißt du? Bin nicht mehr der ganz Aha. Neue. Ja, ja. Aha, Digga. Sag ich dir so, der, ist. Der Don der Stadt, Mann. Ja, ja. So, an der Gang beigetreten oder was? Nee, nee, aber ich habe schon ein paar Freunde kennengelernt, die kann ich dir gerne auch mal zeigen. Oha, was ja, sind ja. denn das für Leute? Ja, ja, das sind ganz wilde. Aber Aha. ich habe denen schon gezeigt, dass ich zornig bin, also die wissen, was abgeht. Sag ich dir so, wie okay. es ist, ne? Ja, ja. Mein Lieber, hast du dann schon Sony Ericsson? Naja, Sony Ericsson hab ich. Tatsächlich auch ein Sony Ericsson, Digga. Echt? Kannst du hell sehen oder was? Ja, Junge, ich wollte doch mal fragen, ob du dann schon mobil bist, mein Lieber. Musst du mal deine Nummer nehmen. Das habe ich tatsächlich geschafft, hat mir mein Kollege Werner gezeigt. Ja, Werner, der klingt ja auch wie ein sympathischer Typ. Der ist Ass im Krankenhaus, richtig seriöser Mann. Ja, ja. Mein Nicht bester, so wie deine Freunde. Meine besten Freunde. Mein Freund hat mich gerade schon angehalten, hat gesagt, wo ich hin will, ja, ja. Habe ich ihm direkt gesagt, ich gehe mal die Stadt erkunden, um ein paar Trottel zu finden. Und da habe ich dich getroffen. Digga, der überprüft dich schon, Digga. Du bist schon dem sein Sklave. Nee, nee, der fand mich sympathisch gestern. Der wollte nur ein bisschen mit mir quatschen, weißt du? Ja, ja, ja. Ich glaube, du bist schon der erste Gangsklave. Ja, ja, vielleicht. Wer weiß das? Hauptsache, ich krieg Geld. Oh, Junge, lass die Kamera an. Oh, da, hier ist ja einiges los. Das gibt's doch gar nicht. Ja, da erinnere ich mich dann hier dran. Hier war ich doch gestern schon. Gestern, als ich eingereist bin, da war ich hier tanken, mein Lieber. Ja, ja. Gibt's doch gar nicht. Ja, ja, da habe ich hier meine Freunde getroffen, weißt du? Mal gucken, ob ich jetzt hier die Steuerung von dieser Tankmaschine rausfinde. Halt! Mein Motor muss ich, glaube ich, zuerst ausmachen. Ja, ja, Idiot. Fahrzeug, ja, Rollos angehalten. Perfekt. Wenn Kommt mein PC mal. Wieder da ist und läuft, mach ich das hier direkt am Gerät oder muss ich erst dem Tankwart drinne Bescheid sagen? Habe schriftlich schon alles fertig gemacht. Kliman. Klingt gut. Ah, ja, mein Lieber, das kann ich dir gar nicht so richtig sagen, du. Also, ich habe mein Auto jetzt auch erst noch nicht einmal getankt, ne? Gibt's doch gar nicht, dann guck ich mal drin, ich glaube hier. Komm, ich guck mal mit dir. Bin ich zu unfähig für. Guck mal, da musst du hier mal so. Ah, nee, hier kann ich was auswählen. Ja, ja. Benzin, Diesel oder Elektro. Ja, ja, genau, du musst da unten einmal drücken, ne? Musst du Benzin drücken und dann kannst du den Schlauch da nehmen und dann hier rein tun. Warte, oh, du Idiot, hast du auf der falschen Seite getankt, geparkt. Gibt's doch gar nicht. Aber ich glaube, es funktioniert trotzdem, Junge, das ist ein richtig langer Schlauch. Oh, ja, ja, hast recht. Ich glaube, was machst du da für Bewegung? Hier muss es rein. Hier, ich hab's gefunden. Hier, wo ich stehe. Ja, ey, ich hab einen richtig langen Schlauch, so wie bei mir in der Hose, Digga. Oh, ach du Scheiße, Mann. Scheiße. Ich glaube, der tankt gerade. Dauert ein bisschen. Ja, ja, ist gut. Ist ja ein großes Auto, ne? Einiges rein. Sag dir so, wie es ist. Ich geh mal kurz da hinten gucken. Da steht so ein geiler Scooter. Geier. Boah, mit Leopardensessel, Alter. Nur La Machala, ist das geil, oder was? Boah,
böse Mieze. Junge, Junge. Alter, da steht einiges Wildes rund, Alter. Mein lieber Scholli, $2,200 hat es gekostet. Boah. Ich bin schon fast arm, das gibt's schon gar nicht. Das Ding schluckt ja wie Scheiße. Hure hier in der Stadt. 2200, Junge, so viel habe ich ja gerade mal mit dem Arbeitslosengeld verdient. Und ich kann mir jetzt auch noch so ein freshes Outfit wie du leisten. Oh ja, ja. Das ist nicht ganz so teuer. Ach komm, steig mal ein, oder? Hast du die Bude offen? Ja, Mann. Okay. Auf geht's, Mann. Gib Gas. Vergiss nicht den Neutralen. Jetzt blinkt hier meine Motorkontrollleuchte. Was? Hast du kaputt gemacht? Scheiße, Mann, ist das ein Diesel oder was? Warte, ich gucke mal kurz in die Beschreibung. Oh, fuck. Der Motor deines Fahrzeugs scheint, wenn diese Lampe brennt, den Geist aufzugeben. Das gibt's doch gar nicht. Oh. Habe ich jetzt das falsche Zwicht reingetankt oder was? Oh, scheiße, Mann. 2200 Euro für ein... Das gibt's doch gar nicht. Was machen wir denn jetzt? Mann. Oh, scheiße, Mann. Du, das kann ich dir gar nicht genau sagen. Warte, ich guck mal da vorne, da standen noch zwei. Warte. Ich komme mit. Jo, guten Abend, Freunde. Ich habe eine Frage. Ui, Entschuldigung, seid ihr gerade beschäftigt? Nee, was geht ab, Mann? Mein Kollege, ne, wo ist er? Ja, hier bin ich. Ja, mein Hi. Kollege Bobby, der hat gerade... Was geht ab, Bobby? Moin. Ja, Moin, eine Frage. Yo, ich habe versehentlich falschen Sprit in meinem Fahrzeug getankt. Was mache ich jetzt? Bobby, du bist ja voll Idiot, Mann. Ja, sorry, ich bin noch neu in der Stadt. Da rufe ich mal eine Werkstatt. Oh, verdammte Scheiße, Mann. Das erste Mal getankt und direkt so eine Kacke. Ja, deswegen guckt ihr am besten immer ins Fahrzeugbuch rein, was das auch ist. Wir haben hier einen verwirrten Rusty-Fahrer, der falsch getankt hat. An der Tankstelle. Einmal aussaugen, ja. Ja, der steht direkt an der Zapfsäule. Also der ist keinen Meter damit Ismail! Jinch! Ich grüße dich. Was geht ab? Alles klar, ich danke dir. Alles klar mit dir. Rein, tschüssi. Kommt jemand vorbei? Oh, besten Dank. Ja, Bobby. Ja, geile Sache, Mann. Ich danke Kein dir. Kein Problem, Bobby. Ja, ich bin nicht Bobby, aber alles gut. Scheiß auf die, Digga. Was ein Idiot. Ey, Digga. Unsympathisch, sag ich euch so, wie es ist. Mensch, jetzt haben wir direkt das Fahrzeug zerlegt. Jetzt muss der Mechaniker kommen. Digga. Ich glaube, nach dem seiner Rechnung bin ich pleite. Also, der Typ war ja unsympathisch, sag ich dir so, wie es ist. Da bin ich direkt weggegangen. Hat er uns direkt versucht nachzumachen, oder was wollte der? Ja, keine Ahnung. Ich wollte ihm schon auf die Fresse hauen, aber die Dame steht ja daneben. Kannst du nicht den Typen direkt wegkloppen? Oh, vielleicht wäre das ganz gut angekommen und wir hätten die Dame mitgenommen. Schön auf dem Rücksitz zu zweit. Ja, nee. Also, nee. Ich bin noch im ziemlichen Mönchstatus, weißt du? Ach so. In den Frankreicher Berge so, da gab es nicht so viele Damen. Ah, okay. Doch ja, Neuland für dich hier. Ja, Neuland. Mit diesen aufgepuschten, heißen Damen hier in der Stadt. Genau. Oh, das gibt's doch gar nicht. Scheiße, Mann. Ja, Mann. Wir spüren, ne? Ja, alles gut. Ja, top. So, Sie sind der, der leider falsch getankt hat, ja? Ja, ich bin der Bobby. Ich habe leider das falsche Sprit hier reingeknallt. Pass auf, dann gib doch bitte mal dem Herrn in Arbeitsklamotten deinen Autoschlüssel. Da guckt er sich mal eben den Tankstand an und macht mir eben die Motorhaube auf. Okay, kleinen Moment. In welcher Tasche finde ich denn den Autoschlüssel? In deiner Hosentasche, denkst du. Guck schon mal. Sei denn, du hast noch mehr Taschen. Denk mal, in der Speckfalte wirst du nicht haben. Das wird so schwer. Boah, in der Speckfalte wirst du nicht haben. Das ist, unsympathisch. Ich glaube, der Typ hat ein Problem. Tut mir leid, ich bin noch neu in der Stadt, ein bisschen verwirrt. Ja, musst du mal tief in die Hose greifen. Ah, kein Moment. Oh ja, ganz schön tief die Hose. Ja. Da ist er. So. Oh Mann, Alter. Der arme Dude. Spiel mal Blitz-RP. Dann ziehst du den Schlüssel aus der Außentasche raus. Ich bin hier gerade erst neu drauf, Mann. Der steht so, Rumbi. Aber schön, dass du da bist, das geht. 0,6 Meter von dir entfernt. Ich bin hier gerade erst neu auf Unity Live.
und hab da gestern angefangen, Alter. Und das, soweit so gut, Alter. Soweit richtig geil. Ja, hoffe ich doch, dass du das mal übergeben kannst, aber das wollen wir noch hinkriegen. Jo, was geht? Hey, jo, was geht? Was kostet das? Machen wir so, alles gut. Ich zahl, achso, ja gut, sonst hätte ich das gezahlt, ne? Ach, Quatsch. Die Armen. Ja, Mann, Alex? Das ist echt lieb von dir. Hallo. Hallo. Wer sonst? Ja, du trägst andere Farben, ich kenne dich so nicht. Ach so. Aber bauchfrei. Kille, 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 kille. Und weg. Ich dich auch. So, pass auf, ich muss mal eben hier meinen Azubi anlernen. Ja. So, pass auf. Mama. Also, pass auf. Das da ist ein Motor. Der Motor, der ist dafür da, damit das Auto läuft. Guck mal, komm mal hier. Wohin läuft es denn? Das ist nach vorne meistens. Aber du kommt mal nochmal kurz ran hier zu mir. Ja, gerne. Also, pass auf. Das da. Wenn hier, wenn ihr wenn ihr tanken müsst, hier am besten ist, wenn ihr bei uns ist der Tank so um die Hälfte günstiger, wisst ihr? Also wenn ihr tanken müsst, kommt am besten hierher und tankt nicht selber, sondern kommt auf Mitarbeiter zu. Wir uns erkennt ihr daran, dass wir so lilane Oberteile anhaben. Okay. Und bei uns kostet ein halber Tank $600. Ne, wir haben so Tankkarten, die werfen wir dann in dieses Hubsäule ein. Und damit können wir in etwa so einen halben Tank von euch voll machen. Ne? Das heißt, immer am besten, wenn euer Tank so halb leer ist, kommt ihr her, sagt uns Bescheid und dann zahlt ihr nur $600 und der ist wieder voll. Oh ja, das ist das edel. Ja, ja, und hier könnt ihr auch gleich bei uns, gibt's auch Currywurst und so. Oh ja, das Curry ist okay. King. Curry King, uiuiui. Ja, Curry King haben wir auch. Ja, haben eine Menge da. Fischbrötchen, Lachsbrötchen, Currywurst, Currywurst und Potato Wedge, Donuts haben wir da, Krabbensalat, Kaugummis, Gummibärchen, Franzbrötchen, Milchshakes, Limo Cola, ganz viel Slushies. Junge, das ist eine Mengenauswahl. Das ist ja ein halber Supermarkt. Ja, wir haben echt eine ganze Menge da. Bratenbrötchen, Apfelsaft, Wasser, Alsterwasser. Ja, ja. Okay. Das ist cool. Ich hab gar nicht gedacht, dass du hier zur Tankstelle gehörst. Hast du ein schickes Outfit da? Du hast einen Schlüssel. Guck mal, ja, nee, das trage ich hier nur, weil es lila ist. Okay. Ja. Mag deine Nikes. Sind fresh. Ja, danke dir, Mann. Sind clean. Die sind aber schweineteuer. Ja, ja, hab ich schon gehört, mein Lieber. Deine Tasche auch. Ja, die ist auch sehr, sehr teuer. Supreme, ne? Ja. Ja. Typisch, typisch. Aber sieht gut aus. Ja, du könntest vielleicht mal deine Hose in die Handelskammer reinstellen. Viele Leute stehen darauf. Ja, habe ich schon gehört, dass das eine begehrte Hose sein soll. Ja, ja, für Frauen, also eher so diese Frauen, die sie am Flughafen bekommen. Aber die, ja, vielleicht findest du noch einen, der... Also es gab mal welche, die haben bis zu 100.000 dafür gezahlt, ne? Ja, okay. Aber aktuell glaube ich nicht mehr so viel. Aber versuch's einfach, stell für 100.000 VB ins Handelsblatt rein. Kennst du das Handelsblatt? Nee, kenne ich noch nicht. Warte, das kann ich dir mal zukommen lassen. Jo, verdammte Scheiße, Mann. Wie lange will der eigentlich hier tüscheln? Wie viel erzählt er uns eigentlich, Mann? Ich will weiterfahren. Ja. Der Typ ist irgendwie ein bisschen high, oder? Kann das sein, Mann? Stimmt, kleiner Moment. Geht's ihm gut? Und seid ihr euch sicher, dass es ihm gut geht? Sollte mein Handy da eigentlich können? Gucken wir mal. Ja, so, ich glaube, das. Ja, ich glaube, ich habe dich schon gefunden. Hast du bekommen? Nee, bei mir ist jetzt eigentlich nichts eingegangen. Ja, doch, habe ich dir geschickt. Kannst noch mal irgendwie, vielleicht hat dein Kollege Bluetooth, ich schick's dir mal rüber. Ja, ja, Bluetooth habe ich. Warte. So. Hier könnt ihr, das ist die Handelskammer, da kannst du mal unten, wenn du drauf bist, die Handelskammer da durchschauen. Ah, nein, sag mal, da kann man auch Sachen einstellen. Ja, ich arbeite hier. Cool. Ich hätte gerne mal so einen halben Tank voll, bitte. Ja, also sie kommt da bitte. Jo, wunderbar. Und, hat's bei dir geklappt, Pedro? Ja, hab ich.
Ist da mitbekommen. Digga, wie kennst du dich denn so gut mit Technik aus? Ja, ja, bei mir ging da nichts. Bluetooth, mein Lieber, Bluetooth. Bluetooth hat sendet auf dem Handy. So, okay. Ja, ja, das ist so ein extra Gerät. Musst du mal gucken in deiner Tasche. Ja, ja. Ist eine tolle Nummer. Ist eine gute Sache. So, wolltest du mal fragen, wie es mit deinem Auto aussieht? Ja, sieht ja nach einem schwierigen Unterfangen aus, oder? Weiß ich nicht. Frag mal nach. Steht da noch. Und, wie also, sieht's aus? Tank ist was leer. Zu retten? Ja, ja, Tank ist leer. Wie gesagt, sie haben ja nicht gezündet, Tank, Gott sei Dank. Alles gut. Ich würde jetzt vorschlagen, dass sie das von der netten Dame da links betanken lassen. Okay. Aber das ist günstiger, als wenn sie direkt an die Zapfsäule rangehen. Ja. Dann würden wir noch probieren, ob der gleich loslegt, der Wagen. Wenn das für sie in Ordnung ist. Das wäre super, ja. Gut, ich glaube, die Dame hat mitgehört und holt schon die Karte fürs Tanken. Okay, das wäre natürlich professionell. Naja. Die Mitarbeiter hier sind alle professionell. So haben wir sie ja kennengelernt. Eben. Muss ich aber eine Rechnung aufstellen? Mach mal einen halben Tank für $600. Ja, so machen wir es. Un momento, por favor. Einen halben Tank kommt der erstmal eine Weile. So, wer will die Rechnung übernehmen? Ich würde es machen, Bobby Palmer. Mein lieber Nico, ich wünsche dir was Schönes, dass du da warst. Hau rein, Mann. Du musst bestätigt sein. Kann sich kurz ein bisschen dauern. Okay, alles gut. Einfach Tank $600 immer noch günstiger als in Deutschland. Ja, würde ich auch so sehen. Aktuell auf jeden Fall, Alter. Noch als Azubi. Ja, sieht ja sympathisch aus, ne? Ja, die Frau hat's drauf. Ja, ja, läuft hier. Wir müssen dich gleich echt mal einkleiden, meine Güte. Du brauchst mal eine dicke Tasche. Fertig. Besten Fertig. Dank. Uiuiui. Ging aber schnell. Jo. Wenn das Auto angeht, kannst du es wieder so herstellen. Also, Klappe runter, alles Mögliche. Ah. Ja, jo, jo. Das Auto zündet sich gleich eine Kippe an. Bobby, ich geh mal kurz pissen, Mann. Ja, ja, mach das. Wird schon keiner sehen hier. Alter, ich muss mal kurz was zusammenstellen. Ach du Scheiße, ist das wild hier. Jo. Ah, jetzt sehe ich auch was. Der Chat hat nämlich nicht aktualisiert. Das war wieder wild. Aber jetzt geht's. So, er hat mir das alles geschickt. Gut. Funktioniert. Perfekt. So, können wir wieder rein in die Olga. Auf geht's, Männer. So. Ich hole wieder an. Das ist richtig gut jetzt. Das funktioniert klasse. Finde ich sehr gut. So, mal gucken, wie weit Bobby ist. Mit meinem Kollegen Peter hier ein bisschen die Stadt erkunden. Ja, cool. Du bist auch neu oder bist du schon länger hier? Ja, ja, nee, gestern Abend eingereist. Auch gestern Abend? Ja, ja. Komm aus der Frankreicher Berge, du, weißt du? Ah, schön. Dann mal erstmal willkommen in der Stadt. Ja, ja, danke, mein Lieber. Ihr wisst, wie man hier an Geld rankommt am Anfang? Ja, ja, hab ich schon gehört, ja, ja. Okay, perfekt. Ich gehe jetzt hier mit meinem neuen Kollegen, habe ich gerade auch kennengelernt. Gehen wir jetzt mal ein bisschen auf die Suche hier. Ja, erstmal dann kannst du im Baumarkt ein bisschen Werkzeug holen, dann... Ja, ja, genau. Das auch, ne? Da läuft der Laden. Wenn ich was empfehlen kann, Getreide gibt zwar mehr Geld, also es gibt ganz, ganz wenig, weniger Geld beim Stein. Ja. Aber beim Getreide ist einfach mehr los, dann lernt er mehr Leute kennen. Ah, ja, ja, cool. Okay, ja. Ne? Alles klar, das klingt okay. Super. Ich danke kennt dir. Kennt ihr auch schon Connect, die Seite? Unity Connect, quasi die Stadtinfo. Nee, also ich kenn's noch nicht. Okay. Dann pass mal auf. Ich schicke dir mal über Bluetooth gleich einen Link. Ja, der Kollege hat mir gerade schon mehr Bluetooth was geschickt. Ich glaube, das war das. Da, wo ja, man so
Moment, man kann doch da im Internet dann die Sachen verkaufen. Genau. Seine Klamotten und so was. Ja, genau. Ja, nee, das ist was anderes. Das ist die Handelskammer. Ja, ja, Handelskammer, genau, das hat. So, ich zeig dir mal was anderes. So. Wo ist denn euer Bluetooth? Sag mal was, einer von euch? Ja, ja, hallo, guten Tag. Ja, perfekt. So, ich schicke dir jetzt einen Link bei Bluetooth, da kannst du mal raufschauen, da hast du quasi alle Firmen und sowas, ja, die, ja, die hier in der Stadt sind, wann die geöffnet haben, etc. pp. Ja. Ja. Da könnt ihr euch dann mal anmelden mit eurer E-Mail, dann könnt ihr auch Bewertungen schreiben gerne. Ja, geil, das klingt ja super, alles klar. Perfekt. Dann noch wilden Tag euch. Ja, wünsche ich euch auch. Ne? Dankeschön, macht's gut. Alles klar, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Machst die Karre auf, Bobby? Ah, kein Moment. Ja. Zentralverriegelung, Junge. Klemmt wieder. Müsste offen sein. Ja, ja, jetzt geht's. Ja, ja, läuft. So, dann lass mal los hier. Ja. Das ist immer noch halb voll, weil es nicht, was sie gemacht haben. Ist ja nicht viel mehr Sprit drin als vorher. Oh, ich habe erstmal nur gesagt, halber Tank. Ich wollte nicht direkt mein ganzes Geld draufgehen lassen. Alter, guck mal hier rechts, Alter. Dicker Porsche noch nennbar. Da sehe ich mich aber direkt. Also, da sehe ich mich eigentlich auch. Ja, ja, ich mach dir nochmal eben das Navi ab. Ne? Fahren wir mal eben Klamotten kaufen, würde ich sagen. Ja gut, so können wir es machen. Ja, ja. Und du musst mir dann auch nochmal erklären, wie diese Bluetooth-Funktion funktioniert. Ich bin nicht so der Techniker. Ja, ja, ja. Sag ich dir gleich. Pass auf. Ich muss erstmal gucken, wo die Läden in der Stadt sind, du weißt ja. Habe ich gestern nicht so richtig aufgepasst. Das ging alles so schnell, die fahren so Sportwagen, weißt du, da läuft das ganz anders. Ah, ja, ja, okay. Ja, ja, kannst du nicht so viel merken bei der Scheiße. Oder, wir machen es mal so, du fährst selber und ich würde mir mal kurz einen Sack richten. Ja, das klingt natürlich auch entspannt. Ja, ja, ist gut. Okay, hier, ich steck aus. Motor läuft. Ja, ist gut. Oh, scheiße. Der lässt mich nicht. Vorsicht. Ah, du musst mir die Schlüssel geben, Kollege. Sonst kann ich, glaube ich, nicht fahren. Mensch, Meier, jetzt? Warte mal, warte mal. Das ist natürlich unglücklich. Lass mich mal einsteigen zuerst, warte mal. Nee, nee. Will er nicht machen. Nee, nee. Darf ich nicht. Ist okay bei euch? Ja, ja, also... Ja, alles gut. Liegen geblieben, oder? Nee, nee. Nee, nee, nee. Wir erkunden nur ein bisschen das Fahrzeug. Ach so. Ja, ja, ich wollte mal den Fahrrad jetzt ausprobieren, ne? Ja, ja. Ja, warte mal, ich geb dir mal schnell den Schlüssel rüber. Ja, ja, gib mal eben den Schlüssel. Meine Güte, ey. Ich rutsche mal an dem scheiß Türgriff ab, der ist so glitschig, ich komme nicht rein. So, ich glaube, ich hab dir rüber gereicht. Steck dir mal ein. Oh, ja, ja, hab ich. Oh. Warte mal. Ja, ja, jetzt läuft er. Ja, hab ich ein bisschen geölt, jetzt läuft's. So, dann fahr mich mal an, ich richte mir mal kurz in den Sack. Ja, ja, ist gut. Also, da rede ich jetzt nicht, ne? Also, ja, da muss ich mich konzentrieren. Ja, ja, ist in Ordnung, weiß ich Bescheid. Ich guck mal in der Zeit ein bisschen nach Läden. Bin mir nicht sicher, wo es war. Und habt ihr einen Plan, wo die scheiß Dinger waren? Wisst ihr, was auf der Karte das heißt? Nee, ich hab keine Ahnung. Sind die Einkaufsläden? Was ist das hier? Apfelanlage, Baustellenhändler, Bäckerei, Apotheke, Autohändler, Baumarkt, Sägewerk. Meinst du, die sind irgendwo an der Straße? Ich glaube, das war mein Kumpel. Ah, da ist die Tankstelle. Du bei Sound in der Alien. Fuck, Mann. Hier war ich gestern, Alter. Hier bin ich gestern überall lang gelaufen. Uiuiui, die sind aber ganz schön schnell unterwegs hier. Komm, wir fahren mal hier lang. Oh, das hier sieht aus wie... Wickerware. Oh ja, ja, das sieht aus wie ein Klamottenladen. Guck mal, hier, da haben wir da was gefunden.
dass der Kollege wieder da ist. Wieder seinen Sack gerichtet hat hier. Du, mein Lieber, wer bist du dann? Hast du einen Sack gerichtet? Ach, ich glaube, der ist noch dabei. Muss ich noch konzentrieren. Ich wollte ihn jetzt nicht stören. Steig mal aus. Oder erstmal ausmachen. So. Den sperren wir mal kurz. Oh, rein. Mein lieber Scholli, der hing aber krumm. Oh, Junge, Junge, Junge. Da wollen wir mal hier aus dem Ding aussteigen. Ja, ja. So. Machst du zu dein Auto, ne? Du hast den Schlüssel. Ah, hab ich. Willst du ihn wieder haben oder kann ich ihn behalten? Gute Arbeit. Ha? Mein Lieber, hast du mich gehört? Was ist denn das? Können wir da rein? Streetwear! Streetwear, ihr kauft doch nur Verpackung rein. Ja, ja, komm, wir gucken mal, was es hier so gibt. Man muss ja hier vorne mal zur Dame gehen. Gehst mal hier an den Theke. Warst du mal nach, was es so hat. Ja. Mensch, ich kann nicht so gut mit Frauen. Wie spreche ich denn an? Ja, ja. Eigentlich kann ich schon gut mit Frauen, aber jetzt gerade bin ich schüchtern. Gehst du mal ein bisschen energetisch ran. Mit Energie? Bisschen, ja, ja, mit ein bisschen Energie. Dann läuft das. Und, sprichst du? Bei mir ist hier gar nichts mit Energie. Mit ganz viel Energie musst du mal richtig hier dran gehen. Hier so. Ja, ja. Mensch, jetzt komm jetzt hier hin. Also. Ja, ja, also. Sie sagt gerade, die Sammlung hat nichts. Also, sie hat gerade nichts da. Was sie hat gerade nichts da. Was sagt sie dann bei dir? Bei mir sagt sie gar nichts. Sie will nicht mit mir sprechen. Will nicht mit dir sprechen. Ja, gut. Nee, nee, also die hat gerade nichts da. Keine Klamotten zur Verfügung. Laden ist leer. Der Laden ist leer, sagt sie. Hat gerade nichts zur Verfügung. Was? Das gibt's doch nicht. Ja. Das für eine Bruchbude hier. Ja, ja, komm, wir gehen mal weiter. Oder? Nee, nee, ist nichts da. Wir müssen weitergehen. Das ist ja wohl eine Frechheit. Können Sie denn gleich einen Laden zumachen? Wieso ist der denn überhaupt offen? Ja, ja, keine Ahnung. Gute Frage, Mann. Scheiß auf die. Die war jetzt hickig. Scheiß Laden hier. Hey, hey, hey. Oh fuck. Oh scheiße, Vorsicht, Mann. Was passiert? Ja, ja. Ich wollte mal kurz den Sitz warm machen für dich. Ah, okay. Ja, ja. Ist korrekt. Ja, kein Problem. So, steigst du ein in die Bude. Geiler V8 hier drin, Alter. Läuft die Bude. Geil. So. Oh, ich merke gerade, ich müsste auch demnächst mal was essen und trinken. Ja, essen und trinken, ja, ja, da habe ich was für dich. Kann ich dir gleich was geben. Ich glaube, ich habe hier selber was. Oh ja, auch gut. Ich gucke mal nach. Ja, ja, alles gut. Grab mal in deinem Rucksack. Hast du schon einen? In dem Rucksack hast du noch einen. Boah, hier Pizza-Burger. Nicht ein Pizza, kein Burger, sondern ein Pizza-Burger. Alter, Junge. Noch nie gesehen, so ein Teil. Da sehe ich mich aber auch drin. Zeig dir so, wie es ist. Da sind die Porsche wieder. Ja, ja, okay. Hm. Alter, guck mal hier. 24/7. Ja, ja, können wir auch mal reingehen in die Olga. Hier noch ein Laden? Nee, nee, nix da. Müssen wir mal gucken. Ich weiß noch, wo ein feinerer Laden ist, aber da müssen wir ein bisschen fahren. Ich weiß nicht, ob er rechts oder links ist, ne? Sagst du Stopp, wenn du einen siehst. Das sieht aus wie ein Supermarkt. Ich glaube, das ist nicht ganz, was wir wollen. Ja, U-Bahn-Station? Nee, nee. Drehen wir um. Meine Jüde, das ist echt eine große Stadt, also. Ich hätte gedacht, ich habe schon alles erkundigt, aber hier ist ja einiges los. Oh, scheiße. Bürgersteig lässt sich übrigens auch gut fahren. Kannst du mich hören, Bobby? Ja, hallo, hörst du mich noch? Ja, ja, jetzt höre ich dich, ja, ja. Ja, ich habe hier wieder ein kleines Problem. Ja, was ist da los? Mensch, jetzt habe ich hier meine Stadtkarte in die Hand genommen, jetzt kriege ich sie nicht wieder aus der Hand gelegt. Die ist wie in meinen Händen festgeklebt. Oh, scheiße. Oh, oh, das ist aber ganz schlecht.
wie machen wir das denn jetzt? Warte, komm, ich helfe dir gleich mal. Ich suche mal einen sicheren Spot, ja? Und dann helfe ich dir, die mal eben aus der Hand zu nehmen, ja? Ja, reiß die mir mal richtig raus. Ja, ja, guck mal, ich habe hier auch einen richtig edlen Klamottenladen gefunden. Aber ich glaube, der ist ein bisschen teuer für uns. Hier, hier, da ist der Klamottenladen, glaube ich. Ja, ja, das hier ist er. Ja, ja, warte, komm. Ich parke hier mal eben, ne, hier sind wir sicher. Und dann reiße ich diese Idee mal weg. War denn? Vielleicht war dein Sack zu fettig. Jetzt lebst du an der scheiß Karte dran. Das kann gut sein. So, nochmal eben Motor ausmachen. Vielleicht geht dann hier. Nee, 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 scheiße. Ah! Nee. Verdammte Dreckskarre! Scheiße, klappt nicht so ganz. Nee. Du, mein Lieber, hörst du mich? Ich höre dich. Ja, ja. Also ich würde sagen, du machst mal kurz, Nickerchen wahrscheinlich. Ja, ja, mach mal kurz ein Nickerchen. 15 Minuten irgendwie, eine kleine Pause. Ich glaube, das brauchst du. Ja, 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 gut. In der Zeit mach ich dich mal sauber. Ja, gut, ich leg mich mal ganz kurz hin. Bis gleich. Ja, alles klar. Schlaf gut. So. In der Zeit gehe ich hier mal Klamotten shoppen, würde ich sagen. Ganz klar, was auch. Ich glaub, der Laden ist nicht für mich. Oh, das ist auch kein Klamottenladen, Freunde. Habt ihr einen Klamottenladen? Nee, ist es nicht. Scheiße. Ist das hier einer? Nee. Scheiße. Wir haben ein Problem. Hier kann man ausrauben. Nee, kann man noch nicht ganz. Ich höre hier alte Autos, aber ich bin mir nicht sicher, wo die Leute sind. Oh, guck mal, da drüben. Oh, da drüben, da gibt's hier. Guck mal hier. Oh, ja, ja, ja. Das sieht aus wie, da ist was los. Oh, da drüben, da leuchtet alles. Ui. Bin hier neu in der Stadt, weißt du, da musst du mal ein bisschen gucken. Nicht, dass hier ein Auto kommt, wenn ich hier lang renne. Oh, Junge, 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 das hier sieht mir gut aus. Ah, Scheiße. Ich habe überall Hausverbot. Mein Vater ist so bekannt, wisst ihr? Da kriege ich überall Hausverbot. Ich sollte vielleicht nicht so viel auf der Straße rennen. Oh, da drüben, da ist der Handyladen. Ja, ja, da war ich doch gestern. Guck mal hier. Da können wir Handys kaufen. Bei Fruity. Oh, ja, ja, ja. Gut, gut, gut. Habe ich gefunden. Handyladen weiß ich. So, warte, gucken wir mal eben hier. Gucken wir mal eben auf die Karte, Freunde. Ja, ja. Das ist doch logisch. Bei dem Funk. So, laufen wir mal zurück zum Auto. Freunde, hier ist was los. Sag ich euch so, wie es ist. Ne? Ich würde sagen, wir rufen auch gleich mal meine Kumpels an, damit hier mal ein bisschen Action geht, oder? Mal schauen, ob der noch schläft. Die Karte klebt fester als jeder Sekundenkleber. Uiuiuiui, scheiße, Mann. Ist gut, mein Lieber. Ich warte auf dich. Boah, Junge, 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 Junge. Geile Karre, Alter. Die offen. Die hat sogar einen Taser da dran. Oh, hier ist das Krankenhaus. Hey, Schwanz! Kann man nicht mitnehmen? Oh, mein Meister. Du, kannst du mir kurz helfen? Ja, sicherlich, bestimmt. Guck mal, ich habe gerade meine selbstgezeichnete Klappkarte ausgepackt, ne? Ja. Und dann gucke ich da so nach Klamotten, ne? Wollte ich mal ein bisschen... Ja, spring rein. Nee, ich habe drüben mein Auto stehen. Ich dachte, das wäre hier im Block.
Ja, spring mal eben rein. Ja, ja, ist gut. Fährst mich zurück, meinst du? Nein, ich zeig dir was. Das klingt aber wild. Nein, ich empfehle dich nicht. Brauchst keine Sorgen machen. Bist du sicher? Ja, ganz sicher. Ja, ja. Ich hab eben in der Tank und hab von einem Kollegen den Wassi leer gepumpt. Ah. Wenn du die Klamotten suchst, ne? Ja, ja, genau. Ist auf jeden Fall ein schicker Wagen, mein Lieber. Dankeschön. Oh, Chicken Bell. Oh. Also, guck mal, hier ist der erste Laden. Oh ja, ist ja. Ist was schicker. Warte mal. Ich mach mal eben X auf meiner. Ja. Klappe. Mach das. Perfekt. So, wenn du sagst, du bist jetzt eher mehr so der lockere Typ, ne? Ja, ja. Warte, hier war noch einen hoch. Das kann man sehr überlegen. Oben noch. Drüben kann man ja auch. Interessant. Verkäufliche Pflanzen. Das ja jetzt auch. Ich muss auch ganz kurz überlegen, wo das genau war, weil seitdem wir. Da ist. Sind die umgezogen oder was? Ich bin hier oben nicht so oft unterwegs, was Klamotten angeht. Ah, ja, ja. Weil ich weiß, Musik, ne? Ich weiß, dass sie da. Da ist er. Oh, ja, ja, ja. Das kannst du dir merken, weil du hast hier die Apotheke rechts in dem Parkding drin. Ja, ja. Und das hier ist auch noch ein Kleidungsladen. Ah, ja, Suburban, okay. Ja, ja, Suburban, ja, ja. Sieht gut aus. Wo hast du dein Auto geparkt? Dann fahr ich eben dahin. Ja, da, wo wir gerade waren. Ach so. Bin nur 2 Meter gelaufen. Ja, ich habe mir gedacht, die Tasche kenne ich irgendwo an die Frisur, aber ich hätte dich gefragt, ob ich helfen kann. Ja, ja, das sieht man dir, mein Lieber. Ja, klar. Ja, ja. Hilf, wo man kann. Ist nicht so einfach, wenn man neu in der Stadt ist, weißt du? Ja, ja, genau. Deswegen habe ich gedacht, ey, ich kenne mich hier so gut aus. Ja. Geil. Der Große hier, oder? Ja, ja, genau. Nee. Stück weiter hinten. So. Ja, gut, aber ich lasse dich hier immer ja, aus. Ist ja, ist gut, ist gut. Ich finde den Weg. Ich danke dir, mein Lieber. Alles klar, jo, kein Ding. Ciao, ciao. Mach's gut. Ja, ja, nee, nee. Ey! Ey, Bobby, du Schwanz! Ey, was soll das denn? Was geht, Alter? Digga, meine Karte ist jetzt nicht mehr in meinen Händen. Das hat geklappt. Geil, Digga. Hast du mal richtig Spüli benutzt, hä? Ja, ja, mal ordentlich rein mit meinen Mann selbst Nein, alles gut. Ja, ja, okay, ist gut. Ist peinlich, ich weiß, das stottert man manchmal. Komm, steig ein. Ich hab Klamottenladen gefunden. Ja, aber warte mal. Ich will mir noch hier eigentlich diesen Pizzaburger reinschieben. Aber irgendwie kommt der nicht aus meiner Tasche raus. Ah. Ja, also. Warte mal. Ich glaube, ich hab's jetzt. Ja, also dein Mund, den benutzt. Oh, jetzt hau ich mir gerade richtig rein, oder? Das hat geschmeckt. Oh. Ja, du musst immer wissen, dass du deinen Mund ja zum Essen benutzt, weißt du? Ja, ja, genau, hast recht. Ja, ist wichtig. Und zum Trinken genauso, ne? Weißt du Bescheid. Meinst du, ich kann ja auch beim Fahren essen? Ist das erlaubt? Ja, ist ja, ja eigentlich mein Auto, sollte ja eigentlich gehen, oder? Ja, ja, ist dein Auto, kannst du mal. Sitze sind eh ein bisschen vollkommen. Aber guck mal, hab ich gerade hier, wo ich dachte, er entführt mich, der Boy, ne? Aber er hat mir Läden gezeigt. War ein Ehrenmann, Alter. Oha. Ja, ja. Dicker Ben, der kam angefahren, hat gesagt, komm, steig mal ein. Ich so, ey, nee. Er so, doch, komm. Ich so, okay. Eingestiegen hat er mich eben dahin gefahren. Ja, ja. Lieber Scholli. Ja, ja, der hat gesagt, der sind da. Hier Dings. Der hat auch eben deinen Wagen leer gepumpt. Der war das. Ach, der von eben. Und ja, der Mechaniker. Ja. Ja, ja, genau. Guck mal, also, wenn du was Schickeres willst, ne? Dann können wir ja hier reingehen. Aber ich glaube, das kann ich mir nicht leisten, oder? Willst du was Lockeres oder was Schickeres? Dann fahr ich dich woanders hin. Eher was Lockeres, oder? Was Lockeres? Ja, ja, ja. Passt schon eher zu mir. Komm, dann fahr ich dich so was locker. Da muss man hier ein bisschen hochfahren, ne? Da fährst du hier so rechts, glaube ich. Also, bin mir nicht sicher. Aber irgendwo hier in der Richtung war da. Ah ne, ich glaube, wir müssen noch einen höher. Musst du vorsichtig sein hier. Aber Bürger Schalk halt einiges aus. So, hier. Ja, ja, genau. Guck hier, da haben wir hier so. Oh ja, hier sind einige Läden. Ja, 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 da haben wir hier einiges. Und dann haben wir hier, guck mal hier, Suburban, ja, ja. Nach Rinder, rein ja. In die Bürger, sage ich immer. Ich park mal ganz kurz, ja. So, gut. Was hier? Denk dran, meine Karre. Ja, perfekt. Ja, ja. Ja, weiß ich doch, mein Lieber. Keine Sorge. Als ob sie. Naja, ja, es klaut sich wahrscheinlich eh keiner, also diese hässliche Rotzkarre. Scheiße. Komm hier rein jetzt. Ich hab Hausverbot. Darf ich nicht rein. Hast du Hausverbot oder was? Ja, hab ich Hausverbot.
Kriegst du das hin, mein Lieber? Oder brauchst du meine Beratung? Also. Klemmt die Türe wieder. Nee, nee, hab Hausverbot. Hab letztes Mal Scheiße gebaut. Ich darf hier nicht rein. Natürlich gar nicht. Die Tür ist scheinbar kugelsicher. Hörst du mich jetzt? Ah, jetzt höre ich dich. Ja, ja. Musst in den Sätzen mit viel Komma reden, weißt du? Ja, 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 weiß ich. Ja, ja, gut. Also. Ich sehe dich von hier draußen, also. Geh mal an die Kasse. Ich helfe dir dann von hier draußen. Ey, du geile Sau! Oh. Das war jetzt los? Das war Travis. Das war Travis. Das war mein Kollege von gestern, Alter. Gibt's doch gar nicht. Da oben oder was der? Nee. Der ist hier gerade mit dem Kirschenwagen vorbeigedüst. Ein richtiger Ehrenmann. Kirschenwagen? Was ist das denn? Ja, ja, da hinten. Oh, ich glaube, da ist er. Ja, Mann. Ey, Travis, du geile Sau! Peter? Alter, Travis, du geile Sau, Mann! Ich wusste es. Das Bambi habe ich aber gerade gesehen, Alter. Ja, Mann, Alter. Du bist aufgegabelt. Ja, ey, was soll denn das heißen? Wie, was soll denn das heißen? Du bist ein Bambi, du bist neu hier. Das sieht man doch. Und? Trotzdem bin ich ein heißer Typ, oder nicht? Wenn ich auf Kerle stehen würde, würde ich vielleicht ja sagen, aber... Ja, siehst du? Ja, Mann, geile Glatze, Alter. Glatze? Ja, ja, stick durch den Kopf da. Achso. Ja, ja, als Fenster offen, weißt du, hab ich gerade mal ein bisschen gestreichelt. Ist gut okay. Auf, Mann. Yo, yo, was macht ihr, Alter? Ja, rumfahren gerade. Ich dachte nur, ich hab ihn gesehen und ich dachte nicht, dass du ihn direkt aufgegabelt hast. Ja, ja, nee, nee. Ist das überhaupt deine Karre? Nee, nee. Das ist meine. Das ist seine Karre. Alter. Ja, ja, weißt du, ich mach grad ein bisschen einen auf Travis von gestern so. Ah, okay. Ja. Ja, ja, bin voll der Korrekte so, weißt du? Ja. Perfekt. Ja, ja, wie geht's euch? Ja, gut, und selber? Ja, geil, Alter, hab gut geschlafen, Mann. Was? Wobei? Ja, im Auto, ja. Ja, genau, richtig. Was? Hi, ich bin der mit dem GTX, sich gestern, dir dein Knie. Ah, Alter, du verdammter Crackhead, Mann. Aber schön, dass du da bist, Mann. Wie geht's dir, Alter? Ja, alles gut, bei dir? Ja, ja, sicher. Hast du jetzt meine 500.000 oder was? Was für 500.000? Kannst du mir meinen Arsch lecken? Nee. Nächste Mal dann. Ja, passt. Okay, gut. Haben wir das auch jetzt. Ja, easy. Dann kümmere dich mal um ihn, ansonsten kannst du dich melden, wenn was ist. Ja, Mann. Ich ruf dich an, mein Lieber. Alles easy, klar. Easy, ich wünsche mal. Ciao. Hau rein. Ciao. Der Junge, der hat ja einen halben Dschungel auf seiner Karre. Ja, Mann. Ganz wilder Typ. Kommst du jetzt hier hin? Nee, aber Hausverbot. Wie, das gibt's doch gar nicht. Gut. Ich höre dich und sehe dich, du machst das. Kannst du mich hören? Verdammte Scheiße, ich kann dich nicht mehr hören. Ich höre dich, hallo, hörst du mich? Ja, ich höre dich, Alter. Perfekt, Digga. Muss ein bisschen lauter reden, Mann. Oh, die haben doch ordentlich was auf Lager. Ja, ist gut. Guck mal nach, ich guck von hier. Aha, von der bekannten Marke Adidas. Ah, die kenne ich. Oh, ja, da habe ich meine geilen Sneaker von. Oh, Bademantel haben sie auch, Junge, da sehe ich mich eigentlich. Übrigens haben die einzigen Adidas haben die einzigen Sneaker mit Socken, ne? Also, damit der Bescheid weiß. Ui, das ist ja Maschallah. Ja. Sag ich dir so, wie es ist. Ja, jetzt kann ich hier direkt bezahlen. Wo kann ich dir noch vorher mal anprobieren? Ja, kannst du alle mal anklicken. Drück mal drauf einfach. Immer. Ey, Mama. Ja, musst du einfach mal so durch den Katalog gehen, ne? Ja, und alles, was dir gefällt, probierst du einfach mal an, so. Aber weißt vorher du? Meinte der Kollege von gestern, der Werner, ja. Bevor ich eine neue Hose kaufe, sollte ich mir erstmal meine alte Hose in den Rucksack packen, damit ich die behalte. Nee, muss Hose in Hose umziehen. Du musst die eine Hose, musst du zusammenhalten, ne? Und dann musst du die in deine, ich zeig dir das, kauf erstmal. Okay. Ja. Die gebe ich dann nicht direkt ab hier, die alte Hose. Nee, gibst du nicht ab. Okay, beste. Ja. Oder warte mal. Vielleicht sollten wir erst eine Tasche kaufen, Mann. Guck mal in dem, mach mal deine Hosen, meine Taschen auf. Ja, mach mal deine Taschen auf. Ey, warum habe ich jetzt eine andere Hose? Die habe ich doch gerade gekauft. Ja, hast du nicht gekauft. Die geht gleich wieder aus. Also, die ziehen sie dir gleich ab, Mann. Oh. Sag dir doch, anprobieren ist okay, aber wenn rauslaufen, dann ziehen sie dich ab. Oh. Ich gucke gerade mal in meine Taschen von meiner alten Hose. Kleinen Moment. Ja. Guckst du mal rein und dann sagst du mal, wie viel Liter du noch Platz hast in deiner Tasche. Ne?
Hat meine Hose hier einfach 2000 Liter Platz, oder wie sieht das aus? Ja, ja, genau, 2000 Liter, ja. Ja, ich habe nur 65 Liter belegt. Ja, ja, dann ist alles in Ordnung, dann kaufen wir ordentlich einmal lieber. Perfekt. Ja, ja. Ich sehe dich von hier, Fett. Aber du machst das schon. Siehst du auch, wie ich die Hosen nacheinander auswechsel? Ja, ja. Nicht so ganz, aber ein bisschen. Ah. Ja, warte, ich gehe mal ein anderes Fenster. Oh, ja, ja. Jetzt sehe ich. Hörst du mich noch, Alter? Hörst du mich noch, Alter? Ich höre dich noch, Digga. Ja, ja. Ich guck Geier gerade hier richtig durch. Jetzt sehe ich dich aber noch richtig gut. Mashallah, Digga. Hast du denn auch so eine Adidas-Hose an, oder was? Nee, nee, ich hab die, die nennt sich, warte, ich sag's dir. Kampfhose, das ist die Kampfhose, schwarz. Kampfhose, man schaut, ja, ja. Die gibt's hier gar nicht. Doch, doch, hat mehrere Seiten, der Katalog, muss mal unten blättern. Muss ach, bisschen... du liebe Zeit, Digga. Da ja, kann ja. Ich ja noch 1000 Jahre suchen. Ja, ja. Was willst du denn gern tragen? Bisschen baggy, bisschen kurz oder bisschen, stylisch? Na, weißt du, wie jetzt die Jungs aktuell hier, die Jugend von heutzutage, die tragen doch alle solche Cargo-Hosen. Meinst du, sowas kriege ich auch hier? Cargo-Hosen? Ja, ja, bestimmt. Sicherlich. Oh, die ist schick, Alter, die hellblaue, Junge. Die findest du gut, oder was? Was? Ich sehe sie nur von hier, kann ich dir nicht sagen. Bin weit weg von dir. Sieht ein bisschen altbacken aus, wenn du mich fragst. Altbacken? Na ja, gut. Hast du dann jemanden zum Spiegel halten? Oder kannst du das schon selber? Hab ich selber drauf. Ja, ja, gut. Ich guck mal eben auf der Klappkarte nach ein bisschen links. Oh, da sind doch Cargohosen, Alter. Junge, die heißen Kampfhosen. Das ist ja die gleiche wie du hast, oder nicht? Ja, ja, die hab ich. Wie sieht die denn nicht gut aus, oder was? Die schauen ganz gut aus, würde ich sagen. Ja, ja, wenn nicht, guckst du mal nach einem anderen. Erste Seite sind auch noch. Guck mal auf den Katalog, erste Seite. Da sind ein bisschen auf Altbacken getrimmt. Sind aber auch ganz cool. Die wollte ich mir als erstes kaufen, weißt du? Aber musst du selber wissen, sag ich dir so, wie es ist. Ja, aber sieht schon geil aus, Mann, meine Hose. Hast du da was gefunden? Mann. Bist ja schon bei Oberteile. Wäre ja gar nicht so schlecht, wenn mir doch jemand einen Spiegel hält. Digga, wie krieg ich das am besten hin? Ja, benutzt mal deine 5 Finger. Mit 5 Fingern kannst du den Spiegel halten. Verstehst du das? Ja. Ja? Ja, habe ich verstanden. Ja, ja, geil. Weißt du? Die fünf Finger habe ich ordentlich jetzt im Einsatz. Ja, ja, gut. Die sind wichtig und richtig, sag dir so, wie es ist. Ja, mashallah, Digga. Ja, ja. Naja, will ich ein T-Shirt tragen oder was? Mal gucken, Digga. Verdammte Scheiße, der Mann. T-Shirt zu langer Hose, wer läuft denn so rum? Das, aber was obwohl, ist das denn? Hast ja recht, die Jugend auf der Partymeile, die laufen alle so rum, glaube ich. Zeig dir so, wie es ist. Ich geh mal kurz hier an die Seite pissen, ne? Ja, mach das, Digga. Ja. Freunde, was geht ab, Alter? Wie geht's euch, Mann? Yeah. Check it out. Oh, check it out. Oh, oh.
Alles klar bei euch, oder was? Ihr Süßen. Funktioniert hier denn noch alles? Ja, das sieht gut aus. Das sieht doch gut aus. Muss ich mal ja eben hier alles überprüfen, damit auch alles noch richtig ist. Ja, ja, sieht aber gut aus. Sehr schön, sehr schön. So, meine lieben Leute. Kann weitergehen. Oh. Oh, Bobby, Alter, bin wieder da, Mann. Geht ab, Digga, hast du ordentlich Wasser gelassen? Ja, Mann, Alter, ich hab's heute schon so viel gesoffen, weißt du? Muss ja auch mal ein bisschen pissen, sag dir so, wie es ist. Digga, Digga, du haust das Zeug weg, kein anderer. Ja, Mann, aber sag keinem, dass ich getrunken hab, ja? War ja nur dein Auto. Ja, gut. Ich kann dir empfehlen, wenn du mal ein bisschen größeren Behälter haben willst, dann nimm doch einfach einen Messbecher. Ah, ja. Da. Scheiße, Mann, wie kommst du denn auf so eine verkackte Idee? Welcher Crackhead benutzt einen Messbecher zum Trinken, Mann? So ein keine Ahnung, Mann. Idiot, Alter. Aber ich sag dir ehrlich, wenn ich mit dem Messbecher... Also ich benutze jetzt von mir aus mal einen Messbecher, ja? Sag ich dir so, wie es ist. Ich probier's mal. Weil diese scheiß Gläser, Mann, die sind echt klein. Aber weißt du, was ich benutze, wenn ich mit dem Messbecher durch bin? Ha? Dann benutze ich einfach meinen Nudelkochtopf, Mann. Sag ich dir so, wie es ist. Ach, scheiße, Digga. Ja, Mann, Alter. Da habe ich zwei Griffe, da kannst du richtig festhalten und mal richtig einen reinwirken. Sag ich dir so, wie es ist. Und du sagst, ich komme auf wilde Ideen. Nee, nee, Alter. Also, ja, manchmal schon, aber... Keine Ahnung, Mann. Das hat mich gerade auf eine Idee gebracht, weißt du? Verdammte Scheiße, Mann. Bist du bald fertig, oder was? Digga, ich trink gleich hier einen weg, Mann. Die haben ja so eine große Auswahl. Ja, Mann, Alter. Willst du ein bisschen College-Jacken tragen, oder was? Hast denn schon gute Kicks an, mein Lieber? Eigentlich College-Jacke ja, Digga. Weil ich komme ja vom College, weißt du? Ja, hast ja recht, ne? Aber ich weiß nicht. Ich hab gehört, in anderen Städten gibt's immer so Stress mit Gangs und so, die College-Jacken anhaben. Oh, ja, da kann ich dir nicht so sagen, aber ja. Da will ich mich jetzt hier nicht direkt mit den Gangs verscherzen hier, weißt du? Ja, hast du recht, mein Lieber. Mein lieber Mann, das Teil heißt Sugar Daddy. Es wird ja immer wilder. Sugar Daddy, verdammte Scheiße, Mann, sowas ist geil. Was? Das wird's jetzt hier. Ich zieh einfach eine Bomberjacke an. Ganz klassisch. Ja, Mann. Geil, Alter. Such dir mal eine schöne Farbe raus. Ich helfe dir auch gerne, wenn du Modeberatung brauchst. Na, musst du Bescheid sagen, mein Lieber. Mach, glaube ich, einfach schwarz. Ganz klassisch. Machst du nichts mit falsch, Junge. Ja, ja. Kannst auch eine weiße Jacke tragen, wenn du Bock drauf hast. Aber wie du willst, mein Lieber. Na, das ist mir, glaube ich, ein bisschen zu wild. Ist dir zu wild? Ja, ja, ist gut. Hast du dann schon geile Kicks an? Ey, da zu den Schuhen bin ich noch nicht gekommen. Ja, was hast du dann für eine Hose gekauft jetzt? Noch gar keine. Noch gar keine? Nee. Was machst du den ganzen Tag? Sorry, Scholz. Mein Lieber, hörst du mich denn gut? Ich höre dich sehr gut. Ja, hab gestern ein bisschen viel gesoffen, weißt du. Ich dachte, meine Stimme ist jetzt vielleicht nicht mehr ganz so schön. Kann ich dir nicht sagen. Nee. Aber soundtechnisch... Was würdest du sagen von 1 bis 10? Wie ist denn meine Stimme? Schon sehr gut. Ja, gut, alles klar. So, also eine 8 würde ich geben. Ja, geil. Hauptsache das Volumen stimmt, weißt du? Ja, passt. Ja, gut. Hab gerade wieder Arbeitslosengeld bekommen. Oh, Maschallah, Digga, da können wir direkt gleich ins Ofen gehen. Ja, 300 Hacken, Alter, die kann ich erstmal richtig reinorgeln. Sag ich dir so, wie es ist. Bisschen Korn saugen. Dir, mein Lieber, du hast ja eben schon mal festgestellt, ich habe so ein bisschen Probleme mit Farben. Ja. Kannst du mein T-Shirt von da drüben erkennen, was ich hier unter der Bomberjacke drinne hab? Scheiße, Mann, nee. Verdammt. Warte mal, bleib mal stehen. Ah, fuck. Nee, mein Alter.
Der hat extra die Scheibe abgeklebt. Da steht so das scheiß Dings vor. Aber ich würde sagen, zu schwarz trägt der weiß, oder meinst du nicht? Naja, es gibt verschiedene Optionen zu schwarz. Oh. Ja, steht da nichts bei, oder was? Ich hoffe mal, dass es weiß ist. Es sieht aber so aus wie so ein dreckiges Weiß. Es könnte aber fast in die Richtung Pink gehen, Digga. Egal, lassen wir es mal so. Wir gucken mal weiter. Ja, ja. Also, ich nehme das jetzt erstmal. Wenn es pink ist, dann ist es halt pink. Dann ist es pink. Vergiss nicht mit Karte zu bezahlen, ne? Weil Bargeld ist Schmutz. Muss ich alles einzeln bezahlen, oder? Nee, musst du nicht. Kannst du auch alles rüberziehen. Aber wenn du einzeln kaufst, ist es nicht weg, weißt du? Wenn du es mal wieder ausziehst und verlegst, dann ist es blöd. Ja. Dann musst du es wieder suchen. Ich würde sagen, zahlst du jetzt einmal schnell eine Karte und dann ist gut. Und dann suchst du dir das nächste Teil aus. Willst du dann auch geile Tattoos haben, mein Lieber? Nee. Tattoos ist nicht so mein Style. Tattoos ist nicht dein Style, ja, alles gut, Alter. Da brauchen wir nicht so lange. Bobby bleibt clean. Bobby so clean. So wie er aus seiner Mutter rausgekommen ist. Ja, Mann. Weißt du, was ich dazu immer sage? Hä? Clean, Mann, Motherfucker, Alter. Oha, Digga. Was ist das denn für ein geiler Spruch? Ja, Mann. Hab ich neu auf dem Kalender, sag ich dir so, wie es ist. Digga, da fällt mir zu was ein. Kennst du diese Twitch-Streamer? Twitch? Was das denn? Ja, im Internet. Ja, hab ich schon mal was von gehört, glaube ich. Digga, da könnte man da bestimmt so ein kleines Emote reinmachen. Wie stellst du dir das vor, Alter? Hab ich ja gar keine Vorstellung von, Mann. Keine Ahnung. Bin vielleicht noch zu jung für Twitch. Okay. Aber du kommst ja aus dem Hinterland von Frankreich, da kennt man sowas auch nicht. Ja, genau. Auf den Bergen habe ich sowas nicht gemacht, weißt du. Ich habe da alles gezüchtet und so, ne? Das kann auch ein bisschen kriminellen Scheiß, aber. Oha! Naja. Können wir beieinander mal drüber reden. Sag ich dir so, wie es ist. Hier ist zu gefährlich, offene Stadt und so. Aber. So ein Zeug kenne ich nicht. Aber kannst du mich ja mal so rein introducen, weißt du? Ja, Mann. Dann können wir mal eine ordentliche Session im Internet abliefern. Ja, Mann. Würde ich sehen. Würde ich mich drin sehen, sag ich dir so, wie es ist, Mann. So, wollen wir jetzt mal hier ein bisschen Gas geben, dass du nicht ewig warten musst? Motherfucker, Alter. Ja. Mal langsam schlafen meine Beine ein, Mann. Oh. Ey, ich guck wenn mal nicht, dann fühl mal ein bisschen Selbstgespräche, weißt du, was ich meine? Tschüss! Clean, Mann, Motherfucker, Alter! Junge. Der hat grad richtig Dings, Alter. Der hat grad richtig geilen Bunnyhop gemacht, Alter. Boah. Jungs, ich brauche so ein geiles Bike, Alter. Stream auf OnlyFans. Stream auf OnlyFans. Ja, klingt nach einer guten Idee, Mann. Würde ich mich so ansehen, sag ich dir so, wie es ist. Boah, Alter, von dem ganzen tiefen Sprechen, ne? Meine Stimmbänder werden übelst strapaziert dadurch. Das ist ja richtig wild, Alter. Also gestern habe ich das easy, gar kein Problem damit gehabt, aber langsam wild. Scheiße, Jungs, ich hab irgendwas gedrückt. Das war knapp. Warte mal, können wir hier so geil chillen? Lieber, schau dir, was das für eine seltsame Tour. Red halt nur die, wenn Fremde in der Nähe sind. Nee. Das muss ich ja schon richtig rüberbringen. Das wäre ja langweilig. Boah. Spasch. Alter. Spasch. Junge. Chillig unterwegs. Oh, hier sind Bullen unterwegs.
Hier geht was ab, Freunde. Die Stadt ist los. In der Stadt ist was los, Mann. Stimmt, das sind das meine Gang-Freunde. Die machen irgendeinen Schmutz. Gucken, was passiert, wenn ich mich hier noch so ganz cool hinstelle. Mit einer anderen Zahl. Okay. Okay. Oh. Peter. Ja, Mann. Was für Schuhe hattest du nochmal an? Was? Was für Schuhe hattest du nochmal an? Was war denn das für ein Modell? Digga, Adidas. Erste Seite, Mann. Erste Seite, erster Schuhkatalog. Ganz einfach, Mann. Doch Classic 1 oder was? Ja, ja. In Weiß habe ich ihn an. Hey. Was hast du denn jetzt für eine Schuhe? Für eine Hose? Oh, ich habe so eine hochgekrempelte Cargohose, die sieht aber irgendwie scheiße aus. Oh, scheiße, kann ich die gar nicht. Warte, ich guck nochmal. Von hier aus kann ich nicht so viel erkennen, Mann. Ich kann dir nicht helfen. Sonst müssen wir vielleicht nochmal in einen anderen Klamottenladen fahren, wo ich auch rein kann. Mensch, kann ja nicht sein, dass du überall Hausverbot hast, du Hund. Ja, ja, hier habe ich Ärger bekommen, letztes Mal. Ja, was hast du denn hier in Randale gemacht, oder was? Ja, so ein bisschen. Kassiererin wollte mir mein Geld abziehen. Wahrscheinlich habe ich deswegen Hausverbot. Drecksladen! Hoi, hoi, hoi. Nachher werde ich auch noch rausgeschmissen. Hat keiner gesehen. Ich glaube, wir sind auch keine Überwachungskameras. Von daher kein Problem. Mach jetzt meine, Alter. Kackig? What the fuck? Was machst du da, Bobby? Peter, what the fuck? Ja, Mann, das sind Selbstgespräche. Lass mich in Ruhe, Mann. Okay, ich glaube, ich habe jetzt die gleiche Hose wie du ungefähr rausgefunden. Ja. Was meinst du denn, eher schwarz oder grau? Was hast du denn für andere Oberteile? Ich habe ja diese schwarze Bomberjacke mit dem hoffentlich weißen T-Shirt an. Naja, dann eigentlich auch entweder weiße Hose oder grau oder beige. Ja, ich sehe mich eigentlich auch in grau tatsächlich. Naja, dann probier doch mal grau. Und was für Kicks nimmst du dann? Da musst du aber auch eine schöne Farbe, wahrscheinlich schwarze Kicks nehmen. Was, Digga? Naja, jetzt sieht das super aus. Jaja, was sagst du? Jaja. Ist okay aus oder was? Ja, ja, ist weißes T-Shirt, ist super. Ey, erst bezahlen. Okay. Oh. Wie, ich hab doch bezahlt. Hast du? Ja, eigentlich schon. Ja, ja, dann komm mal raus. Dann guck mal in deine Tasche rein. Findest du alles in deiner Tasche? Oh, Junge, guck dir den Körper an. Maschallah. Strammer Max. Also, vergiss nicht, ne? Also hör mal kurz zu, bevor du was machst. Ja. Also du musst jetzt deine gekaufte Hose, die faltest du jetzt in deine angezogene Hose, okay? Das ist ganz wichtig. Und dann, wenn die da drin ist, ne? Du hast die ja jetzt gekauft, ne? Wie meinst du das mit reinfalten? Das verstehe ich nicht so genau. Ja, ja, also du hast die ja jetzt gekauft, ne? Die habe ich jetzt gekauft und ja, die ist jetzt hier bei mir in der Tasche drin, ja? Ja, ja, wie heißt denn die Tasche? Die hat doch immer einen Namen. Da ist doch immer so ein Titel. Das ist keine Tasche, sondern quasi, das ist in meiner Hosentasche drin.
Ja, genau. Wie ich auch immer das da reinbekommen habe. Ja, genau. Das muss so, genau. Und jetzt ziehst du einfach deine aus der Hosentasche, ziehst du die Hose wieder an. Okay? Auf die Hose, die ich schon anhab. Ja, ziehst du einfach drüber. Ja, genau so. So habe ich's gemacht. Ja, perfekt. Und jetzt kaufen wir dir eine Tasche und dann kannst du alles da reinklappen, wenn du willst. Wichtig ist nur, dass du deine Hose immer aus deiner Hosentasche ausziehst, okay? Anziehst. Okay, die anderen Sachen habe ich, glaube ich, auch dabei. Da habe ich zwar ein bisschen anders gemacht, als du mir gesagt hast, aber die sind jetzt immer noch hier in meiner Hosentasche drin. Ja, das ist gut. Die anderen Sachen sind egal, nur bei Hose ist das wichtig. Dann, Digga, dann können wir direkt schon los. Ja, komm. Willst du mir mal meinen Schlüssel zurückgeben und ich fahre mal das Ding? Ja, alles gut, können wir mal machen. Ja, also, ich habe den Schlüssel zwar in der Hand, ne? Aber. Du siehst, ich bin so ein paar Meter von dir entfernt. Siehst du das irgendwo? Oder nur, weißt du, wie ich es meine? Ja, warte mal, ich habe eine Idee. Ja, perfekt. Das ist eine Maschine. Ja, Mann. Geil, Alter. Mach mal auf die Kiste. Gitarre schon offen? Probier's aus. Ey, noch nicht, ne? Doch, ist auf. Was gibt's ja nicht? Bist du mal reingekommen? Oh, bin ja eingestiegen. Ach du Scheiße. Jetzt auf, Alter. Musst du mal aufmachen. Ah, verdammt, aber. Geht doch. Sehr gut. Ja. Wie schließt man das Auto mit. Wie schließt man nochmal das Auto ab? Mit welcher Taste auf der Fernbedienung? Ja, mit der Unterzentralverriegelung. Ah, okay. Die ist so. Du hast die normale Zentralverriegelung und dann hast du nochmal die Unterzentralverriegelung, okay? Ah, okay. Ja, gut. Wo wollen wir dann überhaupt hinfahren? Ja, genau. Weiß ich auch nicht. Also wir brauchen nur Taschen, aber ich weiß nicht, wo man die kauft. Okay. Dann müssen wir mal ein bisschen die Stadt erkunden. Also, dann du fährst jetzt hier gleich rechts. Warte mal, das hat mir der Werner gesagt. Vielleicht finde ich das auf meiner Karte. Ja, ist gut. Also ich bin hier irgendwo so am Krankenhaus vorbeigefahren, das weiß ich noch. Da oben ist auch ein Handy geladen. Ich glaube, ehrlich gesagt, es war hier auf der linken Seite. Oh, nee, das glaube ich nicht. Vielleicht ist das ein anderer Laden, den mir der Werner da genannt hat. Ja, das kann gut sein. Warte, ich markiere den mal. Ja, cool. Oh, wie funktioniert denn das Navi hier? Das verstehe ich. So hier wahrscheinlich. Du tippst es ein und dann... Ich habe es schon gefunden. Ja, genau. Gott. Ich habe gerade mal das Navi überprüft, aber sieht interessant aus. Sag mal, hast du hier eigentlich schon mal einen Polizisten oder so gesehen? Ja, habe ich schon gesehen. Echt? Ja, ich dachte, die arbeiten hier in der Stadt gar nicht. Nee, sind vorhin vorbeigefahren, als du deine Klamotten geschockt hast. Ui, das gibt's so gar nicht. Ja. 3 Stück oder so, keine Ahnung. Gestern habe ich auch einen Kumpel abgeholt. Also, einen Kumpel von den Kumpels. Und der war, der saß gerade in der Haft, weißt du? Ja, habe ich gewusst, du hast nur mit den schlimmen Buben hier was zu tun. Ja, die sind ein bisschen wild, Alter. Da haben wir den dann abgeholt. Guck mal, sehen wir hier irgendwie einen Taschenshop oder was? Ja, fahr doch mal da links hin, Alter. Kannst du nicht mitten auf der Straße stehen bleiben.
Guck mal, hier sieht das so gut aus. Ah, guck mal, ich sag's doch, der Werner hatte recht. Guter Mann, der Werner. Guter Mann, der Werner, Alter. Pack mal ordentlich und dann gehen wir da mal rein in die Olga. Oh, der Motor läuft wieder noch, verdammt. Ja, mach Motor aus, Alter. Fest. Oh, geil. Ja, hör mal, mein Lieber, du hast gesagt, unter Zentralverriegelung, ne? Ja, ja. Ah, da hat mir der Werner auch einen Tipp gegeben, dass ich es nicht mit der unter Zentralverriegelung machen sollte. Ja, wie denn dann? Ja, er meinte, ich soll das manuell machen, aber ich weiß nicht mehr genau, wie das ging. Ah, das ist natürlich ein guter Tipp. Er meinte, das mit der Unterzentralverriegelung, das ist nicht immer ganz so sicher. Ja, ja, ich teste das immer, weißt du. Ich mache immer und dann teste ich. Er meinte, dann spielt das Fahrzeug auch immer mal wieder verrückt und geht dann trotzdem von alleine irgendwann mal wieder auf. Aha, das klingt ja mal wild. Kann ich dir gar nicht helfen, weiß ich nicht. Müssen wir mal wen anders fragen. Aber meine Freunde von gestern, die haben mir das gesagt, dass ich das so machen soll. Die meinten nichts, dass da was Wildes vorbei ist. Guck mal, ich habe dir gerade alle Taschen gezeigt. Hast du das gesehen? Naja, ich spreche gerade selber mal mit dem Händler. Ja, ja, ist gut, mach das mal. Ich geh mal kurz raus und pissen, ich bin gleich wieder. Ja, mach das mal. Du hast aber ordentlich Druck, Digga. Ja, ja, warte, ich geh mal hier eben auf Toilette. Bei dem Manager. Das sind, glaube ich, hinten Toiletten. Ja. Oh, hier. Das sieht gut aus, Freunde. Das sieht gut aus. Ich muss mir mal eben was zu essen holen, Alter. Ich hab übelst Hunger. Lass sie so, wie es ist, Alter. Ich hab auch, hat mir gerade schon 3 Proteinriegel reingehauen. Clean, Mann, Motherfucker, Alter. Guck mal hier. Boah, yippie. Oh, geil. Da seh ich mich. Richtig gekocht. Hab wohl nur einen Teller geschafft, Alter. Muss ich jetzt mal schnell reinhauen. Oh, Digga, die waren alle verdammt hässlich, Mann, aber ich hab mir eine rausgesucht. Ja, Mann. Sieht Big Baba Boo schwach aus, als ich so wie es ist. Digga, deine sieht noch hässlicher aus, ich sag's dir ehrlich so. Meine, ja, ja, ich hatte eigentlich einen anderen Style vor, weißt du, aber. Ah, okay, bist auch nicht fündig geworden beim Laden, oder wie? Ah, nee, also ich hab die Tasche zuerst gekauft, weißt du. Und da hatte ich mir vorgestellt, dass ich einen cooleren Style mache, so, weißt du. Ah, okay, verstehe ich. Ja, und dann habe ich aber die Klamotten gesehen und dachte so, Digga, ich will doch aussehen wie ein geiler Typ. Oha. Ja, ja, und dann habe ich jetzt die Tasche an der Backe. Eigentlich wollte ich eine schwarze Tasche, aber da muss ich nochmal gucken gehen, so. Ja, ich habe gehört, die schickeren Taschen sind ein bisschen teurer. Ja, ja, die schickeren Taschen sind sehr teuer, aber es gibt die hier auch noch in schwarz. Gibt so ganz normale. Okay. Ja, ja, muss man nur in einen anderen Laden gehen, da gibt es noch einen anderen Laden, ich weiß nur nicht, wo der ist. Oh, guck mal, hier ist auch direkt ein Handyladen. Hier ist ja schon einiges. Geht oh ja, hier ja. Auch rein, mal, hier in den Waffenladen. Supermarkt. Kann man denn hier machen, Alter? So, bin fertig mit Stream. Ui, nice. Sehr gut. Wie war's, mein Lieber? Was kann man hier denn machen, Alter? Mensch, was machst du denn da, Pedro?
Junge, keine Ahnung, ich hab hier... Willst du jetzt hier auch noch Musikinstrument lernen oder was hast du vor? Nee, keine Ahnung, also der hatte hier gerade so ein bisschen Snacks auf dem Tisch, da habe ich gedacht, ich gehe mal hin, weißt du. Ah, okay, ja, ja, ich verstehe schon. Was gibt's denn hier? Videospiele, da sehe ich mich eigentlich. Das schmeckt aber gut. Mensch, jetzt hat der Laden nur noch zu. Aber wollen wir denn mal hindüsen, Mann? Hä? Wo wollen wir denn mal hindüsen? Tja, entweder wir erkunden noch zu zweit ein bisschen weiter die Stadt oder du funkst nochmal deine Kollegen an. Aber die scheinen mich eben nicht so richtig gemocht zu haben. Der hat mich schon ziemlich angegriffen. Ah du, der kennt dich halt nicht, weißt du? Ich glaube, um die irgendwie ein bisschen zu zweit zu angeln, so, da muss ich selber erstmal ein bisschen zu den reinsteigen, weißt du, wie ich meine? Also weiß ich nicht, ob ich direkt mit einem Kollegen aufkreuzen kann, den ich selber kaum kenne, so, weißt du? Oh ja, gut, verstehe ich. Aber wir können es natürlich ausprobieren, so. Ich kann ihn mal fragen, ob er uns ein bisschen was zeigen kann, uns zwei. Aber ich glaube, das wird schwierig. Weil die haben auch immer nur vier Sitzer und sind immer zu dritt, weißt du? Da können wir dann zu zweit mitfahren. Och, das heißt, gibt's ja ganz wild. Ja, ja. Aber der hat doch ein sechsfach bereifte Karre, Alter. Der hat ganz wilde Autos haben sie da stehen, sag ich dir so, wie es ist, ne? Hast du mich gehört, Alter? Ich hab dich gehört, Digga. Ja, ja, okay. Das heißt, was machen wir jetzt? Also entweder rufe ich den mal an und frage ihn mal, ob er einen Job für uns hat. Oder wir erkunden selber mal und gehen mal ein bisschen weit fahren. Tja, wenn wir das so später Stunde noch irgendwie hinbekommen. Ja, da geht ja ordentlich hinten was auf der Ding, so, weißt du, geht ja hinten ordentlich was auf der Pickup-Fläche. Tja. Aber ob wir das schaffen, weiß ich nicht. Könnt's gerne versuchen. Willst du ausprobieren? Warum nicht? Geld schadet nie, wenn da ordentlich was zu machen ist. Ja, ja, hast du recht. Soll ich mal meinen Kollegen anrufen und mal fragen, wie man das macht? Ja, frag mal. Ja, ja, pass auf, ruf ich gleich mal an. Ich würde schätzen, da müssen wir noch beim Baumarkt vorbeifahren. Ja, ja, sehe ich auch so. Ich gebe ihm meinen Call, warte mal. Warte mal, bevor du anrufst, ich habe deine Nummer noch nicht, die würde ich auch mal einspeichern. Ja, ja, du hast recht, mein Lieber, komm. Gib mir eine Sekunde. Nee. Grüß dich, Benni. Ich hab's geschafft. Diesmal funktioniert's. Ich habe jetzt einfach, ich benutze das Headset-Mikro für den Dings, für das GTA. Und hier quasi ich mein normales Mikro. Richtig beifett. Smart-Modus, Alter. Yeah! Nee, also heute hast du tatsächlich mal Glück. Hey, Peggy, ich wollte dir natürlich noch danken für deinen Support, ne? Sehr lieb von dir auf jeden Fall. Wollte ich natürlich noch gesagt haben. Wollte ich mich herzlich für bedanken. Für dein Abonnement. Küsschen geht raus. Ne? Weißt Bescheid. So, mein Lieber. Scheiße, ey, wo finde ich denn nochmal mein scheiß Telefon? Hab auch so viele Taschen. Ey, bist du da, Alter? Ja, findest dein Telefon wieder nicht. Ja, ja, ich glaub. Ich glaube, das ist ganz unten, oder? Nee, ich glaube, oben über dem Bild von deiner Oma. Über dem Bild von meiner Oma? Ja, ja, du hast ja mal ein Bild von deiner Oma dabei, oder? Ja, ja, hab ich. Ja, und da drüber, weißt du? Nee, hab mein Bild von meiner Oma nicht gefunden. Naja, aber... Bild dabei zu haben ist immer ganz gut. Ein Bild dabei zu haben? Ja, ja, weißt du? Ja, ja. Bild. Ah, ja, ja, genau. Ja, ja. Ja, ja, ich hab's gefunden, mein Telefon. Ist gut, pass auf. Gibst du mir deine Nummer oder was? Ja, kleinen Moment. Oder willst du meine reintragen? Ja, ich geb dir meine. Ja, ja. Gib dir meine. Gib dir deine. Ja, bist ein bisschen verwirrt, hä? Ja, ja, genau. Ein bisschen wie gesoffen, du, weißt du? Bist du soweit? Ja, ja, bin soweit. Hau raus. Ja, meinen Namen hast du richtig buchstabiert, oder was? Nee, hab noch gar nichts geschrieben.
Bobby? Ja, B-O-B-Y, ne? B-O-B-B-Y. Doppel-B-Y. Ja, ja, klar. Doppel-B ist immer gut. Was? Und dann Palmer natürlich. Wie die Palme, nur mit R hinten drin. Ja, das ist klar, mein Lieber. Kommen wir aus Frankreich. So, dann hau mal raus. Wie ist denn deine Nummer? 555? Jawohl, die Vorwahl hast du schon mal drauf. Ja, ja, klar. Dann 937. 937, ja. 98. 98, ja. 42. 42, ja. Gut. Dann ruf mich mal durch, damit ich deine Nummer hab. Ja, ja, ist gut, machen wir so. Drangehen muss ich, glaube ich, auch. Sonst ist es nicht gespeichert. Ja, ja, muss er. Bobby Palmer, ruf ich mal kurz an hier. Geh mal dran an der Olga. Moin, ja, sehr gut. Ja, sehr gut. Läuft, läuft, läuft. Gut, gut. Hat funktioniert. Weißt du, wie du mich einspeicherst, mein Lieber? Kennst du dich schon aus mit deinem Sony Ericsson? Ist ja ein neues Gerät, oder? Da gucken wir nochmal. Hier im Telefonverlauf, da ist eine Nummer. Das wirst du sein. Das ist Peter Zorn. Bayern. Da schließe ich mich an. Die E-Mail ist bist drin, auch. Mein Lieber. Und freut mich, dass du gerne hier bist. Belly, freut mich sehr. Ja, das hätten wir. Ja, geil, Alter, mein Lieber. Super. Dann ruf mal den Spezialisten an. Ja, ja, ist gut. Hallo. Jo, schön, du geile Sau. Was geht? Was geht, mein Alter? Ich stehe hier gerade mit meinem Kumpel Bobby, ne? Ja. Und wir haben gerade so überlegt, wie wir jetzt ein bisschen Cash machen, so, weißt du? Ja. Ja, und du hast ja gestern so wilde Sachen angeboten. Also, der Bobby ist ein guter Kollege von mir. Ich weiß nicht, wenn du, vielleicht hilfst du uns beiden oder wir wollten jetzt, vorhin hat uns irgend so ein Dude an der Tankstelle gesagt, wir können fucking Weizen farmen, aber das klingt für mich nicht nach einer guten Idee. Nee, was ich immer bieten kann, ist Shops oder Tankstellen zu überfallen. Fuck, Mann, ich hab doch gar keine Knarre. Weißt du, wo die Weizenmühle ist? Muss ich gleich mal meine Klapperkarte auspacken oder muss ich mal da drauf gucken? Ja, komm mal hier hin, dann schenke ich dir einen Schlagring. Damit kannst du den Kassierer dann nämlich ordentlich bedrohen. Alter, das klingt ja richtig wild. Passiert mir dann da was? Okay. Nee, kommt nur, wenn du Pech hast, die Polizei, aber, ne? Scheiße. Und kommt die oft? Ja, ist 50-50. 50-50, Mann? Was mache ich denn dann? Ja, weiß ich nicht. Dann quatschst du mit denen und sagst, dass es nicht so war, wie die denken. Ja, ja, okay, das ist eine gute Idee. Oder du haust ihn einfach auf die Schnauze und sagst, es war so. Oh, scheiße, Mann. Das, oh, ja, das klingt nach einem Franzosen bei mir, Alter. Ja, oh, Mann, geil. Oh, na, ne? Ja, Mann, Alter. Alles klar, dann okay, wie komm mal ich zur dich? Mühle hoch. Zur Mühle? Wo ist dann die Mühle, Mann? Ja. Fast ganz oben im Norden. Aber es ist nicht ganz oben im Norden. Das ist, wie heißt denn der Scheiße? Getreidemühle. Getreidemühle? Ist die eingezeichnet? Ja. Ich habe ein bisschen rumgekitzelt. Ja, 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 die ist da. Ja, ja, gut, komme ich da hin, ne? Alles klar, dann bis gleich. Ja, ja, bis gleich, mein Lieber. Tschö. Grüße. Jo, Alter, Bobby. Bobby, Mann, hörst du mich? Yo, ja, Bobby. Ja, Digga, was los? Ja, Bobby, Mann, ich hab eine übelst geile, kranke Sache. Komm, wir steigen in die Kranken, Mann, erzähl ich dir da drin. Oh, Mann, das wird dir wild. Ja, Mann, scheiße, Alter, was der erzählt hat, Mann. Oh, das wird wild, Digga, komm. Oh, mein Gott, sind wir bald schon reich, oder was? Jo, Mann, willst du fahren? Ah, ja, du fährst, ist gut. Pass auf, Mann. Der hat gesagt, wir sollen scheiß Laden überfallen, Mann. Ach du Scheiße, die sind gerade neu in der Stadt und sollen einen Laden überfallen, Digga. Ja, verdammt, Mann, das wird richtig wild. Ob wir das hinbekommen? Oh mein Gott. Ja, warte, warte, Mann. Ich zeichne mit dir mal kurz in der Klappkarte was ein. Im Navi, meine ich, verdammt. Also er hat gesagt, bleib mal kurz stehen, Mann. Wir sollen, ja, ja, alles gut. Wir sollen in den Norden, Mann, zur Getreidemühle. Ne? Okay. Ja, ja, die müssen wir jetzt erstmal finden. Hilf mir mal ein bisschen. Ich guck mal auf meine Klappkarte, kleinen ja, Moment. Ja. Guck mal auf deine Klappkarte, ich geb schon mal ein bisschen was im Navi ein, aber das wird schwierig. Bruchstein, Ölpumpen, Erdbeer,
Sägewerk. Und das sieht wild aus hier. Getreidefeld. Getreidemühle müssen wir aber finden. Getreidemühle. Ja, Mann. Bruder, ich hab's dir im Navi markiert. Mashallah. Ja, Mann. Oh, ich muss mal kurz meinen Sack richten, Mann. Digga, das sind 7,6 Kilometer. Ob unser Tank zu viel schafft, Digga, dann müssen wir doch nochmal tanken. Scheiße, Mann, keine Ahnung. Wollen wir es einfach versuchen, auf gut Glück? Ja, ja, komm. Scheiß drauf. Oder willst du tanken? Geh tanken von Digga, mir aus. Eigentlich habe ich keinen Bock zu tanken, Mann. Dann habe ich ja direkt kein Geld mehr. Ja, ja, alles gut. Hast recht. Aber, naja, wir müssen auch wieder zurückkommen. Ja, ein gutes Argument, Mann. Dann geh erst tanken. Die ist doch hier um die Ecke, Mann. Fahr mal irgendwie vorne rechts runter. Oder dreh um. Ich kenne mich doch hier aus, Mann. Warte mal, ich richte mal kurz meinen Sack, Mann. Ja, alles gut. Ich fahr mal ein bisschen langsam hier weiter. Vielleicht finden wir die Tanke ja hier irgendwo. Warte. Ich hab gerade nur den letzten Satz gelesen. Warte, ich muss mal kurz alles lesen. Ah, das war ja geil. Oh, Piggy ist ja, ich muss sagen, okay, Emotes, ja. Eine Freundin hat die gemacht, das habe ich gelesen, ja. Will ja keine Werbung machen, aber es gibt Lösungen, um die Emotes zu bekommen. Aha, interessant. Kannst du mal reinschauen. Erst morgen Rede 7. Uiuiui, wild. Den Soundtrack hat die Inge aber auch verdient. Den schmeiße ich dir einfach mal ein Follow raus. Uiuiui, wild. Definitiv, wenn du morgen kurz Hallo sagst, spiele ich den mal ab. Alter, ja. Abgemacht, okay. Gut. Und Werbung ist in Ordnung. Werbung ist in Ordnung. Für dich ist das in Ordnung. Verstellst du dich eigentlich viel in GTA gerade oder bist du auch manchmal wirklich so? Nee, also dieses Gelaber, was ich mache, das habe ich schon eigentlich echt drauf. Also manchmal habe ich in echt auch viel Scheiße. So, manchmal kriege ich dann dafür auch einen über den Dötz, aber meistens amüsieren sich die Leute. Also auch in meinem Kurs und so, bin ich eigentlich auch der viel Scheiße labert. Und das feiern eigentlich alle. Also ich würde diese Scheiße labern als echt bezeichnen, aber halt die Stimme natürlich nicht. Die muss ich ja ein bisschen runterziehen. Oh ja, weiß Bescheid. Aber ja, die Scheiße, die kommt drauf an, in was für einer Stimmung ich bin, hau ich auch schon in echt raus. Aber nicht allzu viel. Ich kann auch normal sein, ja. Aber das glauben viele nicht. Aber ist ja auch nebensächlich. Oh, Scheiße, Mann, das hat gezwickt. Jo, Mann, wie weit sind wir? Ich glaube, hier unten ist die Tankstelle. Warum warst du da noch nicht tanken, Mann? Digga, ich dachte, ich finde es so. Hat aber nicht geklappt. Digga, mein Kumpel wartet schon die ganze Zeit. Echt? Ja, Mann. Hat er schon angerufen? Nein, Mann. Der ist da. Kann ihn nicht warten lassen, Mann. Ja, ich hab dich auch gut gesprochen, Mann. Ich hab gesagt, du bist ein richtig guter Buddy von mir geworden. Digga, bin ich doch oder nicht? Ja, hab ich dir doch gerade gesagt. Da kannst du Danke sagen, nicht fragen, du Idiot. Ja, danke, Peter, Mann. Ja, ich sag auch danke, wenn wir die scheiß Bank überfallen haben oder was auch immer wir platt machen, Mann. Ich hoffe, wir überleben das, Bruder. Das wird echt wild. Digga, ich wollte noch nicht eigentlich direkt in den Knast fahren, aber wenn's so ist, ja, dann Mann. Machen wir's zusammen. Ja, Mann, da seh ich mich drin. Wir nehmen einfach nur ein bisschen mit Schlagstöcken, also wir nehmen einfach einen Schlagring. Oh, verdammt, ich halte kurz die Klappe. Stell dich mal dahin. Beeil dich. Na gut, dann gehe ich mal da rein und frage, ob wieder jemand volltanken kann. Mach mal. Warte mal, wie sehe ich dann hier irgendwo, wie viel Geld ich zur Verfügung habe? Wird schon reichen. Geh einfach hin. Wenn nicht, zahle ich.
Scheiße, Mann, das sieht schlecht aus. Das sind keine Mitarbeiter. Der Junge wird wieder 2000 Euro los. Würdest du dann eher sagen, dass das sympathisch ist, wenn jemand so viel Scheiße labert, Peggy? Oder eher unsympathisch? Die beiden Mann was überfallen, wird safe gut gehen. Digga, das wird der absolute Hammer. Du hast ja das Gespräch mitgehört, oder? Verdammte Scheiße, Mann, das wird echt wild. Also wenn ich das erste Mal mit dem Bullen reden muss, dann kommt auch die Komplikation auf, dass ich viel Roleplay richtig rüberbringen muss. Weil wenn ich es falsch rüberbringe, geht es zum Support. Das wäre sehr, sehr schlecht. Hey. Ja, Mann. Peter, da ist gerade kein Mitarbeiter da. Oder ich zumindest sehe ich keinen. Was machen wir denn da? Wir fahren einfach. Scheiß drauf, Mann. Wollen wir einfach fahren und uns auf gut Glück dann mit dem bisschen Tank da noch? Wie viel haben wir denn noch? Ja, ich würde so sagen 15%, wenn ich das so richtig einordnen kann. Ja, ja. Und hier noch irgendwo eine andere Tankstelle, ich gucke mal. Ist gut. Dann gucken wir mal nach einer anderen Tankstelle und dann wird das schon werden. Also ich find's gut, ich find's eher unsympathisch, aber zum Glück hast du ja Ösemann dabei. Der rettet den Stream, ist okay, man. Ist gut, man. Sehr sympathisch, Sura. Willst du jetzt, dass ich ehrlich bin? Also das Gelaber, was du da bei GTA an den Tag legst, ist schon ziemlich viel Gelaber. Das stimmt, ja. Das stimmt auf jeden Fall, das ist echt viel Gelaber. Aber ist auch Absicht. Da muss echt viel Trash rüberkommen. Oh, ich sag dir, ich sehe keine anderen hier auf meiner Klappkarte. Aber finde ich gut, dass du ehrlich bist, lieb von dir. Weil manchmal muss ich schon lachen, muss ich ja zugeben. Ja, wichtig und richtig. Was? Sie ist keine andere, oder was? Nee, Mann. Guck mal, da kommen gerade zwei Dudes, vielleicht, Scheiße, Mann, ich glaube, die wollen auch tanken. Junge, die sind ja ganz wild unterwegs. Junge. Oh, Junge, der hat da einmal den Fahrzeug gerammt. Also? Ja klar. Raudis. Scheiße, Mann. Komm, wir fahren einfach los. Meinst du, hier in den Autos sitzen irgendwelche Leute drin oder sind die da einfach nur geparkt? Nee, die sind da geparkt. Oder hier rechts, da sind so blaue Autos, ne? Mitarbeiterautos. Entweder du tankst jetzt einfach was rein. Oder wir fahren endlich los. Oder wir fahren zu deinem Auto und du fährst mit deinem los. Ja, das können wir auch machen, aber ich habe glaube ich genauso wenig Sprit. Na gut, dann tanke ich jetzt einfach was rein. Ich habe auf mein Konto geguckt, ich habe 8000, das wird ja reisen. Ja, das reicht ja. Komm, da beeil dich. Warte mal, jetzt muss ich, was soll ich denn danken? Diesel oder? Weiß ich doch nicht. Habe ich schon wieder vergessen. Oh, kannst es dir gar nicht vorstellen, Mann. Kann ich hier irgendwo in mein Handschuhfach gucken? Da ist nur ein Verbandskasten drin, habe ich gerade auch gemacht. Ist ein bisschen schwierig, ist halt so wie es ist. Mensch, ey, das wäre ja peinlich, wenn wir jetzt wieder was Falsches sagen würden. Ja, Mann. Vor allem wäre es peinlich, wenn wir uns vor den Polizisten dann nicht retten können. Egal. Scheiß drauf. Fahr mich zu meinem Auto, Mann. Komm. Auf geht's, Mann. Dann hast du das da markiert? Ja. Sehr gut.
Also ich hab richtig Bock auf die Dudes. Ja. Bist du sicher, dass das da richtig markiert hast? Ja, ja. Ich glaube nicht, mein Lieber. Warte mal, ich guck nochmal nach. Du hast da irgendein... Ali Allrad. Nee, nee, das mit meinem Fahrzeug. Ja, ja, hier war das. Hier, guck mal hier. Da muss ich. War rechts an der Seite irgendwo, ja, ja ich wollte ja. Was sagen. Habe ich gefunden. Da, hier. Da ist es. Habe ich mich doch vertan. Hab ein bisschen falsch auf meiner Karte rumgekritzelt. Merk ich, Digga. Ich sag dir, wie es ist, die Karre geht schon ein bisschen ab. Die schiebt, oder? Die ist ein bisschen underrated, Digga. Der Kollege meinte auch, dass das die beste der Stadt ist für den Anfang. Stück noch und jetzt rechts. Jawohl. Boah, Digga, der war ja bei Tokyo Drift, das hast du gesehen. Alter, das sah ja geil aus. Oh, 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 Alter. Mein lieber Mann. Scheiße, Mann, und du sagst, ich war scheiße? Wann hab ich das denn gesagt? Glaub, das hat... Ah, scheiß doch, Digga. Aber ich würde vermuten, dass du scheiße fährst. Ich dachte, das hast du festgemacht an meinem Aussehen meiner Karre vorhin. Aber das war wohl der Kollege gestern. Fahr ja, mal weiter, wo willst du denn hin? Ich kann mir vorstellen, dass du hier wieder was Falsches markiert hast. Ich glaube, es ist eher hier rechts. Oder ist es da links? Warte mal, nee, ich habe das schon richtig markiert. Hier. Hier müsste das sein. Da. Fahr mal zurück, Alter. Dreh mal um, Mann. Mensch, das ist ja jetzt wieder ganz woanders. Nee, fahr einfach da geradeaus. Dreh um und fahr geradeaus und dann links. Komm mal raus, erst rechts und dann links und dann... Sorry, mein Handy hat geklingelt. Ja, ja, da geradeaus und dann links. Ja, ja, genau hier. Da, links, ja, ja. Fahr. Ja, ja, hier links. Links, ja, ja, guck mal hier. Ui. Alter, mach meine Karre nicht kaputt. Alles gut, ich bin ein professioneller Fahrer. Ja, ja, komm, hör mal auf. Schnell reiben, Mann, es regnet. Oh, Alter. Komm mal rein in die Olga. Komm mal hier rein in die Olga, Junge. Ah. Das sieht geil aus. Also ich würde dir empfehlen, immer den Motor manuell abzuschließen. Gib mir mal kurz eine Sekunde, ich krieg einen Anruf. Oh ja. Yo, Travis, Alter. Sag mal, wo bleibst du Rentner? Ja, sorry, Alter, meine Karre ist abgeraucht. Ich bin jetzt auf dem Weg. Ja, okay, dann warten wir am Baumarkt auf dich. Baumarkt? Highway am Baumarkt, ja. Ja, ja, ist der auch eingezeichnet? Ja, der ist eingezeichnet. Ja, ja, geil. Hammer-Ding. Okay. Den finde ich. Dann bis gleich. Ja, ist gut. Bis gleich. Scheiße, Mann, er hat mich Rentner genannt. Warum das denn? Ja, weil ich so lange brauche. Ich hab ihn dir markiert im Baumarkt. Da oben, Mann, mit dem Hammer. Der ist viel weiter gefahren jetzt. Auf dem Highway. Nee. Highway da oben. Hast du gesagt Baumarkt? Ja, Baumarkt 2. Ich hab mehrere. Ah, hier der hier oben. Ja, gut. Ja. Hast du den schon markiert? Ja, hab ich mir markiert. Sehr gut. Ja. Hab ich in Navi eingedrückt? Ja. Hey, hast du mein Navi ausgemacht, Mann? Nee, Mann, ist es noch an? Nee, ist aus. Verdammt nochmal. Ja, ich war gerade ein bisschen verwirrt und hab da ein bisschen rumgetippt, wie ein Irrer. Ja, ich hab's.
Habe ich mir jetzt wieder. Was sollte dann die Nummer eigentlich mit? Mein Tank ist so gut wie leer. Ja, ja, keine Ahnung. Ja, du wolltest mich doch schon wieder abziehen. Kann gar nicht sein. Okay, Mann. Ich möchte auch GTA spielen. Ja, du kannst das doch, nee, das ist ab 18. Das wird schwierig. Mein Lieber, das wird schwierig. Da kann ich dir nicht helfen. Schwieriger Weg hier, sagt ihr so wie es ist. Ganz schön glitschig die Straße, hä? Ja, ja, die Rotstahl, hast du das gesehen, Junge? In der Reifen sind Kind schon am Driften. Oi, oi, oi. Aber das läuft, Alter. Hast du das gesehen, Junge? Frisch geschmiert die Straße für mich. Übrigens, wir sind nicht angeschnallt, also. Oh, das hab ich. Ich hab mich noch nie angeschnallt, wenn ich ehrlich bin. Ja, ja, ich auch nicht. Ich gehe immer voll aufs Risiko. Weil wenn ich mich ramme, dann bin ich tot. Ist vielleicht nicht so gut, aber kriegen wir schon hin. Ich bin gespannt, was die uns gleich vorschlagen, Mann. Vielleicht nehmen die uns auch auseinander. Yo, Mann! Yo, was geht, Alter? Ihr kommt rein. Yo, yo. Alter. Ich hab dich nicht erkannt, Mann. Deine scheiß Taschenlampe ist so hell, Mann. Was geht? Was geht, Alter? Alles klar bei dir, komm, oder mit was? Rein hier. Oh, Digga, haben die das Licht hier drin aufgedreht. Ui. Ja, oder? Boah. So, pass auf, ich geb dir jetzt direkt mal einen Schlagring. Alter, sag mal, da seh ich mich aber drin, du. Hä, hey, Peter Zwickert, kenn ich doch. Alter, was geht, Mann? So, dann komm mal mit. Ja, ja, komm ich mit dir. Hier steht ja der Kassierer hinter, ne? Ja, dann nimmst ja. du den Schlagring in der Hand. Ja. Und bedrohst den einfach mal. Okay, warte mal. Muss aber erst den Schlagring in der Hand nehmen. Ja, ja. Das ist ja ganz einfach. Hier musst du dir aus der Hose, musst du dir denn... Ja, ja, hab ich, oder? Ja. Ja, ja, hab ich. So, und jetzt bedrohst du den. Ja, ja. Ja, so, soll ich den jetzt einfach mal ausrauben, den Homo? Ja, richtig. Ja, ja, genau. Ja, ja, ist gut, machen wir mal. Ja, dann. Oh ja, jetzt geht's schon los. Ach du Scheiße, Mann. Okay, ja, dann müssen wir jetzt warten, bis die Cops kommen. Ja, Mann, das ist ein Scheiße, Mann. Was hast du mir da für einen Kack angedreht, Alter? Ja, ja, jetzt musst du schön die Kasse von dem leer räumen. Aber du darfst nicht zu weit weggehen, weil sonst wird er sich nebenher bedroht. Okay. Komm, beleidige nochmal seine Mutter. Ist ja. So, beleidige den schon ruhig, das mag er gerne. Ja, Mann, ist gut, Alter, warte, ich mach den nochmal an hier. Oh, Scheiße. Ah. Ey, du Schwanz! Oh, Scheiße! Ah, bist du verrückt, Junge? Mein lieber Mann! Verdammte Scheiße, Mann! Verdammt, Digga! Oh. Muss aufpassen, wenn du mal zu nah gehst, dann raus. Ich war gerade erst beim Zahnarzt, what the fuck? Verdammte Scheiße, Mann! schön. Jo, Alter. Ich guck mal nach Kopf, warte mal. Ja, Mann. Verdammte Scheiße, Mann, ich hoffe, du hilfst mir dann. Bin verdammt nochmal neu in der Stadt. Ja, klar, ich schaff das jetzt, weil wir glauben an euch. Ja, aber das Ding ist, wenn nämlich irgendwelche... Bis jetzt sieht noch alles gut aus. Guten Tag, gut wollen die kaufen. Alter. Verdammt geiles Stirn-Tattoo, Mann. Dankeschön. Kann ich dir das mal von der Fresse schlagen, Alter?
Ja, komm, versuch's. Mann! Dann wieso fühlt er sich überhaupt bedroht? Was ein Schlappschwanz, Mann. Weißt du, was du eigentlich so zum Bedrohen bräuchtest? Was denn? So ein Ding. Hey. Ja, zu langsam. Verdammte Scheiße, Mann! Hey, jetzt mal auf mit der Scheiße, Mann, ich war nicht bereit. Verdammt, Mann, ich muss noch meine Nudeln essen, Mann. Ey, wie kann ich denn den Schwanz besser noch mehr bedrohen? Geht das? Ja, du musst ihn einfach nur beleidigen oder so. Bis dann, dann musst du warten, bis er die Kasse leer geräumt hat und dann. Zieh vielleicht ja mal die Hose aus, Digga. Digga, nein, die krieg ich nie wieder an. Weißt du, wie lange es, gedauert hat, meinen Lümmel da einzurollen, Mann? Chat sieht noch alles gut aus. Was meinst du, mein Lieber? Ist irgendwas gestorben hier oder was? Mal drüben, wie viel noch drin ist. Helft dir mal, ne? Komm mal ein bisschen leer hier. Alles gut? Ja, mach mal die Bude. Dabei. Sieht gut aus, du machst das richtig klasse. Ich bin das schon geübt. Oh, fuck. Oh. Hallo? Was geht? Ah, chillig, Mann, ich guck dir ein bisschen zu, Mann. Du machst das echt gut so. Na klar, wenn du was brauchst, kauf ruhig, ne? Also. Ja, ja, guck mal hinten links, Mann. Jo, ich möchte eine Sichel, hol ich mir eine. Ja, dann kauf dir eine. Okay. Alles gut. Keine Sorge, Mann, ich tue dir nix. Dann will ich euch weiterhin nicht stören, ne? Habt noch viel Spaß. Ja, ich danke dir, mein Lieber. Mach's gut, tschüss. Verdammter Trottel. Das war ein Ei. Weiß ich nicht. Wahrscheinlich ein Mitarbeiter oder so. Das war der Förster, hast du nicht gesehen? War hier im Wald unterwegs. Dem Förster hätte ich erstmal meinen Schlagring gezeigt, wenn der was gesagt hätte. Sag ich dir so, wie es ist. Wie sieht's aus? Aiden, lebt der Stream? Oder ist er kaputt? Wie weit bist du? Ist fast leer hier die Scheiße. Ja, ja, sieht gut aus, sieht gut aus. Geht voran. Das ist doch schön. Ja, ja. Ja, ich glaube noch so drei Viertel habe ich. Perfekt. Langsam sind meine Taschen voll, sag ich dir so, wie es ist, Mann. Der Perfekt, dann fahren wir gleich rüber zur Tanke und dann kannst du das da einzahlen und dann können wir direkt den Wichser da bedrohen. Ja, geil, Alter. Das geht gut, Mann. Jetzt kriegst du gleich schön 30.000 auf Tasche. 30.000 auf Tasche, boah, da sehe ich mich aber toll. Da kann ich mir fast einen geilen Rolex kaufen. Na klar. Geil. Was hast du gesagt? Was kostet deine scheiß Bag? 500. 1000. Ja, wenn nicht sogar noch mehr. Da muss ich ja einiges klauen, Mann. Oh ja. Aber du siehst ja, wie einfach es geht. Ja, Mann, die Cops kommen nicht. Das sieht gut aus. Ja, verdammt, Mann! Boah, der muss raus, das? Alter. Ja, Prost, ne? Jetzt hat er keinen Rechner mehr. Verdammt, Mann, wie soll ich denn jetzt noch was klauen? Ja, jetzt höre ich Cops. Ich geh mal gucken. Oh, scheiße, Mann. Das ist nicht gut. Geh auch mal an die Scheibe, Mann. Geh mal gucken.
Nee, aus? Die sind noch nicht da. Ist keiner da? Ja, mein nee. Gut, Alter. Wussten wir die dann über rechts? Ja. Ich hab keine Plaque dabei. Ach, scheiße. Verdammt, man bricht der Tisch nicht bei drei Leuten. Das sieht ganz schön heftig aus. Quatsch. Was da an, Junge? Vielleicht 17 Loren. Wieder auf einen Tisch. Also, wenn ich alleine auf einen Tisch gehe, bricht er schon durch. Geil, Mann. Ich will auch mal mein Tanzbein schwingen. Heftig, Mann. Gar kein Bock, Digga. Scheiß drauf. Oh, guck mal, da kommt einer aus eurer Gehaltsklasse. Ach, wo? Ja, noch einer mit Rusty. Digga, den knüppel ich gleich weg, sag ich dir, so wie es ist. Ja, okay, ach, der ist schon wieder. Er kommt und du knüppelst ihn um. Komm, geh auf die Seite. Scheiße, die Sichel, die ist nach einem Schlag kaputt gegangen, Alter. Richtiger Schmutz. Scheiße, Mann. Ja, die verkaufen hier nur Billigware, ich sag's dir, wie es ist. Ja, ja, Mann. Das ist richtig Betrug. Was macht ihr so Geiles? Ja, ich besorg mir jetzt ein Geld, sag ich dir, so wie es ist. Ja, nice. Was, und ich was guck dabei so? Zu. Ja, ja, bitte, was sagst du? Wie viel ist denn so eine Kasse immer zu finden? Ja, ja, da sind schon mal 30.000 drin, ne? Ah ja, okay, ja. Das geht dann schon, ne? Ja, ja. Wie viel machst denn du so? Ja, ich habe auch Wochen in den Kassen geschaut, was so geht. Ja? Aber, ja, ja, war eigentlich auch nicht schlecht, muss ich sagen. Was hast du denn da bekommen? Auch so 30.000. Wäre geil, Alter. Habe ich gerade auch. Boah, ich bin fertig, Mann. Nice. Okay. Perfekt. Dann rüber zur Tanke und dann gehen wir das einzahlen. Dann kannst du den auch überfallen. Ja, Mann, auf geht's, Mann. Ey, Kumpelmann, merk dir meinen Namen, Mann. Was hast du gesagt? Ja, du bist wer? Ja, ich bin der Peter. Peter Zornmann. Der mich gemeint, oder was? Nein. Ich bin der Dexter. Dexter, alles klar, Dexter. Dexter, Mann. Davis. Ich ja, wünsch dir was, hau rein, Mann. Man sieht sich vielleicht mal beim Kassen ausnehmen, ne? Ja, Mann, ist gut. Fahrt uns hinterher. Okay, okay. Steig ein. Mach die Karre auf. Deine Karre, Digga. Ja, ist meine Karre. Was denn? Ja, Mann. Die haben so heftige Autos, Alter. Digga, ich habe jetzt 28.500 bekommen. Dick auf Tasche. Läuft bei dir, Mann. Ja, Mann. Das geht aber ganz einfach. Haben wir nicht mal gehabt? Oh, hier. Danke, Alter. Na, die ist ja direkt nebenan. Ja, Mann. Du Raser. Oh, fuck, Mann. Ich muss mein Auto wieder ausmachen. Muss ich immer von der anderen Seite machen, sonst bleibt's an. So. Wo kann ich nie einzahlen, Mann? Hier. Oh, geil. Oh, yeah. Schalt's ja nass ein, was du gerade rausgekriegt hast. Hat den Automaten will ich machen. Ja, nee, ja. Nee, nicht. Hab so, ich gemacht. Hast du eingezahlt? Ja, ja, ja. Dann nimmst du jetzt den Schlagring in der Hand und bedrohst den Kassierer von der geil, Supermarkt. Ja. Ey, du Schwanzmann! Dann komm auf den Tisch, du Spaß! Sonst klopp ich in dir kaputt. Hey. Oh, Bruder! Ey, Bruder, der Kassierer hat eine leere Kasse. Wer ist denn da draußen? Verdammt, was ist denn hier passiert? Was ist ihm passiert, Mann? Hast du ihn bewusstlos gehauen? Hallo? Junge, nein! Hallo? Klapp dir mal eine! Digga, nein! Hallo? Scheiße, Mann, was hast du getan, Alter? Alter, Junge, du hast ihn bewusstlos gehauen. Ich hab den Automaten versucht aufzubrechen und dann bin ich ausgerutscht. Oh, Alter. Verdammt, Mann! Ah. Junge! Oh Gott, Alter! Ich rufe zu ihm erst an, wenn der Wagen wieder ist. Oh mein Gott! Scheiße, Mann, Mann, du kannst doch nicht einfach meinen Buddy klatschen, Mann. Bobby heißt der. Hey, Bobby! Bobby Palmer, Bobby. Mann. Ihr könnt doch nicht Bobby umhauen, Alter. Verdammt, Mann. Verdammte Scheiße. Ich hole ihn zurück. Bobby! Oh, Scheiße, Mann, ja, Bobby, atme. Alter. Atme, Junge. Halte durch, ja. Bobby. Hi, Tag, ich bräuchte mal einen Mediziner von der PMU bei der Tankstelle Höhe Junge. Baumarkt. Komm zurück! Nein, ich nicht ansprechbare Person. Das war's. Und deswegen ist es nicht mehr da. Bobby. Bobby.
Ja. Nein. Bobby Kitzler? Okay. Läuft noch alles? Okay, aber vergessen Sie das nicht, weil das nicht ansprechbar ist. Sabotieren für unseren gefallenen Bruder. Okay. Was soll denn das? Okay, danke, tschö. Sie ist voll im Dienst, sie können gerade nicht. Wie voll im Dienst? Mann, das ist Bobby, Alter. Scheiße. Alter Mann. Du scheiß Mörder. Verdammt, Mann. Junge, das war eine scheiß Brechstange. Du hast ihn umgebracht, du Schwein. Und die Katze gibt nicht mal Geld, Mann. Verdammt, die sind so schwul hier. Ja, dann versuchst du mal den Automat aufzuknacken. Nee, Mann. Ich klopp ihn noch einen von deinen Kumpels um. Ja, du musst ja nur aufbrechen, nicht kaputt hauen. Geht das? Na klar. Warte mal, ich hab da Augenzucken gesehen. Warte. Oh. Ja, ich hab aber keine Stange, Mann. Brauchst du nicht, das kannst du noch mit dem Finger aufknacken. Warte, ich geb dir eine Stange. Nee, ich geb dir eine Stange. Nee, ich kann nur auszahlen, einzahlen und überweisen. Auf gar keinen Fall. Mach jetzt. Nein, auf gar keinen Fall. Atme, Junge. Da ganz oben. Kannst du ansetzen. Das Gerät ist zu stabil, Mann. Ja, ich hab dir gerade eine Stange gegeben. Geht das nicht. Oder musst du einmal draufhauen? Bist du sicher, dass ich da draufhauen muss? Oh, verdammt! Ja. Oh, scheiße, Bobby! Oh, fuck! Warum trittst du doch auf den Toten, Junge? Oh, fuck! Scheiße, jetzt hab ich gar keinen Puls mehr. Verdammt, Mann, du warst so ganz... Oh, scheiße, Mann! Pack bitte den Schlagring weg, bitte, pack ihn weg. Atme, Junge! Oh, scheiße. Komm schon, Junge. Pack bitte den Schlagring weg, wenn du hier stehst, bitte. Ich hab Angst, danke. Komm schon. Verdammt, Mann, er hat gesagt, ich soll auf den Automaten an. Auf den Automaten, nicht auf den Menschen, der schon am Boden liegt, du Idiot. Oh, scheiße, Mann. Oh, scheiße, Mann, ich hab immer noch keinen Puls. Ich hab keinen Bock mehr, Mann. Oh, fuck. Das war's mit ihm. Scheiße, Mann. Naja, Alter, der ist K.O., der Puls ist noch da, alles gut. Okay. Jetzt. Der hat noch Puls? Okay. Lang doch mal Atme. Richtig hin, Alter, da normal. Atme, Junge. Schau. Ich bin kein Arzt, du Idiot. Ja, du musst das nicht machen, der ist einfach nur bewusstlos. Der atmet ja noch. Ja gut, dann ist scheißegal. Ja, jetzt hast du ihm alle Rippen gebrochen, jetzt hat er jetzt gelähmt. Guck mal, der drückt mal mit. Wie kannst du bitte von gebrochenen Rippen Querschnitts gelähmt werden? Ja, weiß ich doch nicht. Du machst alles möglich. Ja. Ja. Ja, okay. Wenn du so fest die Rippen da in den Hals drückst, Alter, dann ist er irgendwann auch mal Querschnitt gelähmt, sag dir so wie es ist, ne? Also ich schieb den nicht rum. Was? Wenn der in den Rollstuhl muss, ich schieb ihn nicht rum. Ey, kann mir einer ein Messer leihen oder so? Ja klar, warte. Nee. Ja Mann, was hast denn du für eine Scheiße? Die Kasse ist leer, die hab ich schon leer gemacht. Hast gehört? Jungspund. Ja. Geh aber weiter. Aber ich war nicht voll. Es gibt Warte. Stiche in der Hut. Blattraut. Blattraut. Vor allem Blattraut, ne? Perfekt. Ach, Digga. Was hat denn der gerade gesagt? Geh einfach schlafen. Ach nee, kann ich ja nicht. Verdammt, Mann. Hör mich von deinen Qualmen frei. Junge. Das war ein Scherz. Der atmet noch. Hallo. Zeit aufzustehen. Sandmännchen ist vorbei. Frühstück. Ich glaube nicht, dass du irgendwas machen musst, Alter. Du musst einfach da liegen bleiben und warten. Keine Ahnung. Ich würde vorschlagen, wir lassen ihn einfach hier liegen. Oder sagt Bobby einfach, die Schule fängt an, er muss jetzt aufstehen. Ach stimmt. Bobby, Schule fängt an. Hallo. Du hast erste 2 Stunden Geschichte. Lisa, hast du mir das Messer gegeben? Ja. Was ist denn hier passiert mit ihm? Der ist müde. Der will morgen nicht in die Schule, der ist quengelig. Nee, okay. Der ist ausgerutscht. Also ich hab nichts gesehen, ich muss mit dem Geld einzahlen. Ja. Mach du mal. Alter, ein Lostler. Ich wünsche euch was, Jungs. Ja, tschüssi. Hau rein, Mann. Ihr, was habt ihr gerufen? Der ist nicht da. Achso. Verdammt, Mann. Hey Bobby, wenn du jetzt brav bist und aufstehst, darfst du auch morgen die ersten 2 Stunden schwänzen. Und das ja, will er nicht. Ja, perfekt. Bobby hat keinen Bock mehr, Mann. Du hast den aber auch übelst weggeknüppelt, Mann.
Ich hab gar nichts gemacht. Digga, ich hab das nicht mal gesehen. Da lag der schon, so schnell ging das. Da musste er richtig zugehauen haben. Nee, weißt du, wer da eigentlich hauptsächlich dran schuld ist? Ja, wer denn? Du, weil du dich vorher mit einem Schlagring einen Zahn ausgeschlagen hast. Ja, aber... Wie? Digga, das Schlagring ist extrem hart. Ja, und du hast ihn nur mal mit der Brechstange umgeknüppelt. Wieso bin ich denn dann schuld? Ich habe gar nichts gemacht mit der Brechstange, ich bin ausgerutscht. Ja, ja. Hast bestimmt zu viele Videos im Internet geguckt. Ich habe gar nichts gemacht. Ich glaube, die Brechstange muss nochmal zum Einsatz kommen. Oder lieber so eine Rohrzange. Nee, nee, Bobby ist nicht RIP. Die holen den gleich. Soll ich nochmal versuchen, den Automaten zu knacken? Verdammte Scheiße. Nee, nee, Mann. Hör mal auf mit dem Scheiß. Nicht, dass ich hier gleich auch noch liege. Nee, 0085-4646. Das ist Spaß. Ich brauch mal was zu essen, Mann. Werbung von Sexy Spark. Improvisieren, schnell improvisieren. Alter, Scheiße, Mann. Ja. Ich mach das. Bobby! Ist gar kein Bobby, Problem. Lebe. Also wie gesagt, je nach sexueller Präferenz, also Männer, Frauen... Das sind die Mediziner, hör auf, dem die Rippen zu brechen, du Wichser! Verdammt, Mann, lass ihn machen, er rettet ihn schon! Wenn du so nur seinen Puls zu behalten, komm schon, Junge, atme! Gib mir Puls, Junge. Mittlerweile, glaube ich, 20 gebrochene Rippen so viel wieder. Ja? So ein Arschloch. So ein Arschloch, ne? So ein dummer Wichser. Komm schon, Mann, warum hörst du auf? Rette ihn doch. Nö, ich hab ihm ja schon alle Rippen gebrochen wegen dem Arschloch hier. Ja, richtig. Oh, fuck, ja, zur Seite. Jetzt wird sich professionell darum gekümmert. Boah, guten Abend, der Herr. Was haben wir denn hier? Der hat einen Schlag. Der Mann wollte sich aus dem Regal hier einen Donut nehmen, Mann. Und dann hat er sich einfach einen Kopf gestoßen an der scheiß Tür. Und naja, dann lag er da und jetzt geht's ihm irgendwie nicht mehr so gut. Okay. Ja, die Donuts sind natürlich sehr verlockend, kann ich verstehen, aber irgendwie ist er ein bisschen tollpatschig. Okay, ansprechbar ist er nicht, richtig. Was war es gerade mit Brustkorb eingedrückt? Ja, also der Kollege hat schon ein bisschen versucht, ihn zu massieren. Er hatte keinen Puls mehr. Ich habe gedacht, mit der Herzdruckmassage geht das wieder, aber ja, ne? Ja, er hat halt nur... Er hat einfach nur auf der Jacke am Ding da gefühlt. Okay. Da hat er nicht gecheckt, dass er noch einen Puls hatte. Und hat dann ein bisschen sehr stark rumgedrückt. Du sollst ja nicht an der Jacke fühlen, sondern... Ja, scheiße. Standort ist die Tankstelle unter dem Baumarkt Ost Highway. Der Stoff war so geil, da musste man mal die Jacke fühlen, sagt dir so wie es ist. Ja. Schöne Jacke, ich glaube, ich ziehe dir dem ab. Der arme Mann, der liegt auf dem Boden und hat kein Geld wahrscheinlich. Und du? Scheißegal, ich bin auch arm. Der Herr hier mit dem perfekten Gesicht, kenne ich ja gar nicht. Das ist a Red Eye Ghost. Aktsam. Alter! Bobby! Scheiße, Mann, ich glaube, er kommt zu sich. Bist du dir sicher? Keine Ahnung, Mann, der stolpert irgendwie ganz schön durch die Gegend. Ah, perfekt. Kommt schon die Verstärkung. Oh, ist das Fischer? Nee. Blond. Okay. Ah. Kann sie hören, ja? Ja, am Kopf am meisten. Okay. Ja. Der Herr mit dem schicken Bandana als das Kopfschmuck, könnten Sie eventuell Ihr Tuch vor dem Gesicht abnehmen? Nee. Ja, so ungefähr, glaube ich nicht. Warum nicht? Tut Ihnen sonst was weh? Warum sollte ich? Also irgendwas... da ist alles gut aus, denke ich. Gerade im Laden muss... Ist er sich angegriffen, oder? Okay.
haben sie einmal einen Ausweis für mich oder sagen mir, wo ist ich bin. Ist eine Straftat, finden. Theoretisch. Mummung in Öffentlichkeit. Moment. Theoretisch, aber nicht praktisch. Ich will jetzt ungern Stress machen und Sie wollen bestimmt auch keinen Stress. Wenn ja dann im Fahrzeug oder wenn ich weg bin, das wieder aufsetzen. Aber hier muss gerade nicht sein. Ich vermumme mich auch nicht vor Ihnen, gibt ja keinen Grund. So, das müsste sein.